Heute seht ihr die unglaublichsten Roblox-Videos auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht diese coolen Spiele verpassen wollt, dann guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Kasma! Roxo! Was geht ab? Ey, wo sind wir denn hier, Alter, bei den Minions? Ja, ich glaube, wir sind hier heute bei den Minions unterwegs, oder was? Was ist denn hier los? Guck, hier ist so ein Baby-Minion und sowas. Und hier unten fliegen die auch noch alle rum. Ich glaube, wir müssen hier am besten entkommen, weil irgendwie sieht das so aus, als sind die Minions heute gar nicht so freundlich drauf, sondern die streiken. Wenn ich schon sehe, wie der mich da anguckt auf dem Poster, ne? Ja. Also da kriege ich schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Muss ich auch sagen. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal lieber hier lang und gucken. Ja, okay. Und was ist denn das für ein Ritt? Wow, oh mein Gott, bist du verrückt? Ich flieg runter, Kasper, Hilfe! Bist du verrückt? Hilfe! Ich auch! Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo bist du? Ja. Was ist denn das hier? Alter! Ich. Ja! Doch, Mann! Oh, ich bin hier unten gelandet! Ey, was war denn da los? Roxo, ich komm, bist du ready? Ja, ich seh dich! Oh, da bist du! Ja! Oh Yippie! Okay! Sehr so, schön! Wir können hier anscheinend. Wow! Okay. Alter! Alter! Oh nein! Ich bin direkt in so einen Laserstrahl. Du musst vorsichtig nicht den Laser berühren. Okay, alles gut. So, weiter geht's jetzt hier. Man hat so einen Doppelsprung, ne? Ja, man hat so einen Doppelsprung, ja. Und okay, was ist das für... Wir können jetzt hier... Wusch! Bam! Bam! Und bam! Man kann richtig durchsprinten. Richtig geil. Und... So. Ja. Und der nächste Checkpoint. Ninjas. Okay, sehr gut. Okay, haben wir. Die Ninjas. Und jetzt geht's ab nach oben. Und... Yippie! Oh, Laser von oben! Laser oben! Yippie! Oh Gott! Pass auf, pass auf! Stimmt, du hast recht. Die sind über Laser. Warte mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war so knapp. Oh, knapp. Oh, okay, ich sehe dich. Ganz einfach, ich sehe dich. Jetzt warte mal, ey. So. Nein. Oh. Oh, ich hab's. Ja, ich bin fast aber runtergefallen, Alter. Ey, du fällst ja auf den Checkpoint. So, warte mal. Nimm mir rechts oder links? Ich gehe links. Ich bin gerade rechts. Ich bin nur nochmal schnell. Ja, ich bin bei dir. Ich zieh durch. Ich zieh auch durch. Nein, ich bin runtergefallen. Nein, ich auch. Oh Gott, das kann nicht sein. Ich bin jetzt wieder ganz hinten. Hello. Okay, ich auch. Ey, du bist wie ein Flummi unterwegs. Ja, du auch. Und der nächste Boost. Okay, hier. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Bis gleich, Kaspar. 6,5 Stunden später. Bist du bereit? Ja, ich komme, Kaspar! Sehr gut. Zu. Und weiter geht's jetzt hier. Zack. Pass auf, die Minions. Ja, an den Minions vorbei. Okay. Die sind böse. Und, Alter, können direkt weiter durchsprinten. Okay, yo. Yo. Die sind richtig schnell unterwegs, ne? Ich hab die berührt, die Familie. Und ich bin nochmal an den vorbei. Nochmal rüber. Und nochmal rüber. Ey, ich bin voll gut. Ich bin voll gut, Kaspar. Mann, ich bin gar nicht so gut. Du musst einfach Doppelsprung machen. Daran musst du denken. Ah, stimmt, Mann. Ich vergesse es die ganze Zeit, dass ich diesen Doppelsprung habe. Ich sehe dich. Ich komme. Sehr gut. Weiter geht's jetzt hier. Okay. Pass auf den Nebel auf hier. Okay, vorsichtig um die Kurve. Pass auf hier. Oh Gott. Okay. Okay. Hier geht's schon wieder weiter. Bist du. Was ist da links? Ja. Die Armee. Was? Die Armee. Alter. Ist das eine Armee oder sowas? Das ist echt eine Armee. Och Mann, ich hab hier aus Versehen das berührt gerade. Also, ich muss sagen, ich komme bis jetzt echt gut durch, muss ich sagen. Mann, der aber Glück hat. Das ist eine Mega-Armee, Alter. Das ist eine Ultra-Minion-Armee. Den hier. Ja, und yippie, da bin okay, ich. Weiter geht's jetzt hier wieder mit volles Speed. Let's go. Oh! Alter. Okay, ich hab den nächsten Checkpoint. Oh Gott. Okay, ich hab auch. Weiter geht's jetzt hier schon wieder. Hey! Die Jagd! Explodieren! Ey, explodieren! Ich wurde geholt! Ich auch! Das ist übel schwer! Warte mal! Ah, Broxo! Oh. Die sind hinter mir! Die verfolgen mich! Oh Gott! Die verfolgen mich! Oh mein Gott! Die verfolgen mich! Hilfe! Die verfolgen mich! Man muss schnell sein! Man muss richtig schnell sein! Ich weiß! Die verfolgen mich immer noch! Die Brücke! Nein! Wo bin ich denn jetzt? Seid ihr laufen? Ich hab's trotzdem durchgeschafft! Hä?
Hey, Leute, man kann es gar nicht schaffen. Die soll einbrechen. Ach so, Leute, okay. Ich habe sie nicht gerade rüber geschafft, aber sie soll einbrechen. Ja, willkommen, Kasper, willkommen. So. Okay, was dann geht ab? Würde ich sagen, yippie, durch die... Oha, oha, sind wir weit oben. Yo. Oh, warte mal. Über den Wolken. Was ist hier? Zack. Okay. Pass auf Donkey Kongs Bananenschalen auf. Ja, ja, jetzt müssen wir kurz warten, dass wir hier... Ja. Ach, wer muss schon warten? Nichts warten! Oh, wer muss schon warten? Okay, okay, easy. Oh. Und? Oh, du bist ganz schön mutig, wie schnell. Oh, ja, der Freerunner Zack. King. Und, Zack. Okay, ich hab's. Zack, komm, okay, komm. Ich hab auch den Checkpoint. Ich hab's okay, auch geschafft. Schön, Alter, du warst richtig flott unterwegs. Ja, ja, das so, sowieso. Hier. Zack. Und was ist hier? Ey, was ist denn das? Aha, damit können wir quasi Leute abschließen, aber das brauche ich ja nicht. 20 Robux. Hier, 20? Guck mal, warte mal, ich mach das. Okay, ich mach das auch. So, hier, aber komm. Hier. Was hast du denn damit? Eine Pupspistole. Ey, ich pups dich an. Das ist eine Pupspistole. Na gut, dann springen wir jetzt mal über die ganzen Sachen rüber und gucken, dass wir hier dem Minion Run entkommen können. Oh, let's go. Verdammte Axt. Spring rüber, Kasper. Okay. Nein. Wir sollen hier... Wo sind wir hier? Vorsicht, ausgelaufener Kaffee hier oder sowas. Oh Gott, oh Gott. Klebespuren oder so. Gebäude. Oh, ich hab's. Okay, ich hab's auch geschafft. Okay. Sehr gut. Ah, ey. Okay, ja, das hast du davon. Ach so, ich bin zweimal umgekippt, weil ich hab's gar nicht gesehen, den Boden hier. Ich dachte, du hast mich angepumpt. Ach so. Ich bin davon umgekippt. Ach so. Okay. So, was ist das jetzt hier? Oh, guck mal, Geld. Oh. Okay. Das ist mal eine Abkürzung, dicke Alter, hier wird das Geld verbrannt. Oh. Was ist denn hier los? Den geht's anscheinend richtig gut. Den geht's zu gut. Okay, was ist hier? Müssen wir jetzt hier irgendwo lang? Warum ist das so groß? Hier oben, glaube ich. Ja. Ja, alles gut. Okay. 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 Oh, noch alles in Ordnung. Alles entspannt. Alle. So, zack. Und ja, wo sind wir jetzt? Machen wir auch wie Profis hier, ne? Ey, wo sind wir denn jetzt? Achso, wir sind richtige Profis gerade. Aha, wo führt diese Leiter hin? Guck mal bitte auf die Leiter, Kaspar. Du, ja. Oh, guck mal, wie hoch die ist. Ey. Und schneller geh. Ey, du furzt mir ins Gesicht. Ey, du furzt mir ins Gesicht. Das ist meine Durchfallkanone, Digga. Meine Durchfallkanone. Oh, hey, siehst du das Riesen-Zeppelin? Oh mein Gott. Warte mal. Das erkenne ich ja jetzt erst. Was? Was ist denn das? Alter. Was ist das? Das ist ja... Das sieht ja geisteskrank aus. Alter, wir müssen noch weiter nach oben klettern. Was ist da oben? Da oben sind da noch Helikopter. Wir sind schon über den Wolken. Ja, Mann, Nein. Ich bin runtergefallen. Nicht dein Ernst. Oh, ich habe auf den Helikopter geguckt. Nicht dein Ernst. Meno. Okay. Ich habe oben den Checkpoint. Ich warte mal auf dich, Kasper. Und da bin ich. Juhu. Ey, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich glaub's da nicht. Ich glaub's da nicht. Ist. Okay. So, dann, gehen wir halt weiter. Dann gehen wir halt weiter, ja, Probleme. Ja. So. Und bloß keine Bananen oder Kaugummis berühren. Ja, alles gut, alles entspannt. Und was ist hier? Käse? Ja. Oder ausgelaufener Minion. Ey, verdammte Axt. Ich hab's. Oh, Mann, oh. Ist das Zuckerwatte? Eiscreme oder sowas. Ach so, okay. Oh, ich bin auf der Bananenschale ausgerutscht. Jetzt aber nochmal. So, ich hab's jetzt auch. Zack, Checkpoint. Da drüben. Was ist das? Alter, die machen richtig Streik. Schnell weg von denen. Die machen richtig Streik. Schnell. Die wollen nicht mehr arbeiten. Aua. Eios mios. Du hast mich gedingelt. Du hast mich geblockt. Okay. Aber ich kann mich gar nicht. Ah. So, hier. Hast du wohl. Okay. Okay, alles gut. Hier lang. Oh, hier. Ja, da rein, der Tänzer. Aua. Ey, man darf ja gar nicht runterspringen. Du ziehst ja schon durch. Hä, man darf da gar nicht runterspringen. Hä, doch, ich bin runtergesprungen. Ey, ich bin runtergesprungen und bin gestorben. Oh, die müssen wieder Doppelsprünge machen. Oh, stimmt. Oh Mann, okay, pass auf. Und ich mach mal vor, die Disco-Kugeln. Okay, erste Hilfe habe ich. Okay, ersten Checkpoint habe ich auch. Oh mein Gott, das ist richtig schwer. Alter, das ist ja voll verwirrend. Das ist ja voll verwirrend. Ey, nein, ich bin auf der Bananenschale ausgerutscht. Oh, selbst schuld. Oh, Mann, oh. Okay, hier. Vorsichtig. Nein, Mann, sag mal. Ja, ich hab's geschafft. Ja, was lachst du denn so? Ich hab's geschafft. Mann, oh. Okay, warte, ich komm auf. Oh, warte mal, hier gibt's doch sogar so Zauberwürfel, über die man so rüber hüpfen kann. Die nehme ich auf jeden Fall auch nochmal mit. Oh, nein. Muss ich für einen entscheiden, oder? Ah, ja, okay. Mal gucken, welchen du jetzt gleich nimmst.
Kannst du mir einen Tipp geben? Gib mir einen Tipp. Ich würde sagen, weil du einen roten Pullover hast, ist es auch rot, oder? Es ist nämlich grün, weil du gelogen hast. Ja, oh mein Gott. Es ging alle Farben. Ich habe rot genommen. Ach, Quatsch. Ja, man kann anscheinend die ganze Mal rüberhüpfen. Ach so, dann ist gut. Na gut, okay. Ich dachte, ich habe wenigstens einmal Glück in meinem Leben gehabt. Aber nein. Aber gar nichts. So, jetzt hier, okay. Zack, wieder. Und auch nochmal so. Schnell an den Beatboxen vorbei. Ja, pass auf. Alter. Oh mein Gott. Oh Gott, bist du mutig. An den Bassboxen. Ah, Alter, das ist knapp. Jo, schnell durch. Ey, was? Okay, alles hier? Gut. Das Videospiel von dem. Nein, wir sind im Videospiel drin. Wir sind im Spiel. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Was sind das für Bäume? Ich weiß auch nicht, was das für Dinger sind. Das... So? Ah, nein! Hallo! Ja! Was ist das hier? Ich kann die gar nicht hochklettern. Ich dachte, die können nicht um die Ecke rumfahren, die Dinger. Dann kann ich hier nicht einfach hoch. Ich kann hochklettern. Ich habe eine kleine Abkürzung genommen. Und hier ist anscheinend der Ausgang. Ja! Ich bin wieder aus dem Spiel draußen, Kasper. Optimal. Wie? Warte mal, dann komme ich auch. Warte mal, ich gehe mal hier die Leiter hoch. Oh mein Gott, hoch. Hier ist gleich noch ein Quiz. Ich warte jetzt auf dich. Okay. Ja, sehr gut. Wo bist du hier? Hier bin ich. So, jetzt haben wir ein Quiz. Welches Videospiel wurde in 1980 prämiert? Ich würde sagen Pac-Man, oder? Ja. Ich würde auch sagen Pac-Man. Okay, es ist deine. Okay, nächste beantworte ich. Okay. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, einen Zauberwürfel zu lösen? 43 Millionen oder was ist das für eine Zahl? Das, warte mal ganz kurz. Warte 1000 mal, zu Millionen, viele? Milliarden, Billionen, ich weiß, was ich jetzt zu sagen habe. Milliarden, Trillionen, 43 Trillionen. Ich würde sagen 43 das Trillionen, nicht. Oder? Das glaube ich nicht. Was? Du hattest recht? Oha. Okay, what year did the 80s start? 1980 oder 1991? Das ist ja wohl selbstverständlich. Ist ja leicht, dann wähl aus. Ja, okay. 80 natürlich, was dachtest du denn? Okay, was ist dieses Spiel hier? Ein offizielles Roblox-Event oder einfach nur ein anderes Spiel, um Geld zu farmen? Oder was ist das hier? Ja. Ja, aber anscheinend ist es das auch. Es ist einfach, warte mal. Welcher von den Leuten ist Part von A-Team? Hier, okay? Mr. T. Welcher Berg ist in 1980 ausgebrochen? Guck dir mal den linken Berg an. Mount Fondum. So ein Fondue. Vulkan. Das ist der hier. Ja, okay. Was haben wir da? Macarena. DuckTales. Ja, das ist ja wohl klar, oder? Jawohl, okay, wir haben das Quiz geschafft. Sehr gut. Sehr schön. Und hier müsst ihr jetzt auch schon wieder Doppelsprünge machen. Oh Gott, guck bloß nicht da unten. Alter, was ist denn hier los? Alter, die drehen sich, die steigen. Die steigen. Sieh zu, Kaspar. Es werden immer mehr. Sieh zu. Zieh schnell durch. Lass mich zurück. Ja, ich kletter jetzt hier so eine Stange hoch. Kaspar, wo bist du? Ich komm, alles gut. Okay. Oh Gott, die steigen. Dass so viele auf einmal sind, ne? Ja, das sind mega viele. So, jetzt hier lang noch höher. Zack. Oh. Hey! Oh nein. Ich bin auf die Stange gefallen von unten. Kasper, schnell, es wird immer dunkler hier drin. Nein, ich bin in sie rein. Das gibt's doch nicht. Ich sehe dich. Ja, okay, sehr gut. Und was müssen wir jetzt hier machen? Wir müssen uns die Farbe merken. Okay, warte mal. Oben, ich merke mir die ersten drei Reihen von links. Ich merke mir, wo grün ist. Oben, Mitte, links. Okay, ich merke mir, wo blau ist. Digga. Hä? Hörst du das? Ein Helikopter? Wir haben's geschafft! Ja! Juhu! Es regnet echt Bananen, Alter! Und guck mal, weißt du, was passiert ist, weil wir es geschafft haben? Was denn? Guck mal! Was? Hallo! Was? Jetzt bin ich ein echter Minion! Aus dem Weg, Kaspar! Vorsicht! Oh nein! Nein, oh, wir waren viel zu schnell. Ich bin direkt runter!
Ich bin auch direkt runter. Ey, wir spielen heute so die richtig krasse Auto-Obby, ne? Guck mal, es gibt so neue Levels. Es wird so krass werden. Guck mal, diese... Alter, was ist denn hier jetzt? Das ist doch... Oh, pass auf. Das sieht echt richtig crazy aus. Und das Ding ist, wenn wir es heute schaffen, bis zum... Oh mein Gott. Bis zum Ende zu fahren. Oh Gott. Hier gibt es eine geheime Überraschung für dich, Kaspar. Ich verrate dir mal später. Warte, bitte sag jetzt schon. Nein, ich sag dir die später. Das ist doch eine Überraschung. Ja, okay, ich bin echt gespannt, was das für eine sein soll. Okay, dann kommen wir jetzt hier ran. Ich bin schon durch. Oh, hier rüber. Aua, sag mal, wie komme ich denn hier rüber? So, jetzt bist du hier mit viel Geschwindigkeit rüber. Ja, ich bin ja langsam. Und Ey! Und zack, sehr so, da bin ich doch schon. Mit Geschwindigkeit hat es auch jetzt mal geschafft. Ah. Also wirklich, jetzt schubst du mich auch noch runter, oder was? Ja, sorry. Okay, pass auf, ich habe jetzt hier, zack, mein Auto am Start. Und das Ding ist, wir können sogar gleich auch noch neue Autos freischalten. Ey, das ist echt schwer. Und es gibt auch voll die krassen Autos. Ich wollte schon immer mal so ein Cabrio haben, ne? Wir können auch eigentlich gleich so einen Truck spawnen, theoretisch. Also jetzt hier vorsichtig. Gegenlenken. Sag mal, also okay. Ich komm da nicht rüber. Ich hab's jetzt. Ich komm da nicht rüber. Du musst weiter links fahren, weil der links auf jeden Fall leicht. Links fahren. So, ich bin jetzt auch schon ganz Stage 78. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Oh, ja, ich auch. Und Alter. Ich glaube, den Checkpoint habe ich jetzt, oder? Hast du den? Ja, den hast du jetzt bekommen. Okay, jetzt kann man hier auch weitergehen. Hier muss man auch vorsichtig fahren. Das ist ja voll leicht. Was ist denn hier schwer? Ja, also du hängst da die ganze Zeit. Ich muss hier die ganze Zeit auf dich warten. Hä, wieso? Das fand ich jetzt nicht so schwer, diese Orangen. Nee, die Orangen waren total einfach. Das war ja... Oh, jetzt hier, pass auf bei den Spikes vorbei. Meine Reifen! Meine Reifen sind weggefahren. Hat er die zerplatzt oder was? Naja, die ist einfach durchgezogen auf einmal. Der hat mein Auto gekratzt. Oh, was machst du denn? Nein! Was machst du denn? Mach's gut! Nein. Ich muss los! Ich hab hier unten noch ein Gespräch. Oh Gott. Ich guck jetzt mal ganz kurz, hier wird nämlich ein neues Auto. Die muss man sich kaufen mit diesen Engelsachen. So, ich habe jetzt eine Idee. Man muss nämlich kaufen mit den Engelsachen und die muss man jetzt freischalten gleich. Was für Engelsachen? Diese Wiedergeburten, die können wir uns auch kaufen. Oh Gott, jetzt aber rüber. Mein Auto ist schon ein bisschen demoliert, würde ich fast sagen, aber... Ist, glaube ich, ein bisschen kaputt. Oh, ich komme rüber hier, Oh Gott. Achtung, der Hammer. Was macht mein Auto? Oh, Hilfe! Was macht mein Auto? Wieso, was macht dein Auto? Mein Auto macht Breakdance. Was machst du da? Mein Auto tanzt rum, ich mach gar nichts, ich drück gar nichts, das steuert doch einmal los. Okay, das sieht das mal an. Das sah jetzt echt ein bisschen komisch aus. So, pass auf, ich habe jetzt hier den Hammer des Todes. Ja! Oh nein! Ey, ich bin jetzt auch gerade gefallen. Genau dann. Bist du auch gerade? Ja, ich zeig dir mal, wie das funktioniert. Ey, das kann doch nicht sein. Ja, ich hab's. Alter, jetzt komm schon. Du musst einfach nur Glück haben, dass man den immer nicht von dem Hammer angehauen wird. Wieso Glück? Da musst du halt ein paar Mal probieren. Ich hab jetzt die Lösung, okay? Und zwar musst du den hier machen. Pass auf. Hupen. Zeig mal. Ja. Hupen, hast du gesehen? Ich hab gehupt. Oh mein Gott. Deswegen, ich hab gehupt. Nicht schlecht. Und ich kann sogar Licht da vorne anmachen. So, jetzt hier die Treppen runterdüsen. Oh Gott. Ja, aber kein Problem, das ist alles kein Problem. Vorsichtig. Was ist das denn jetzt? Schleim oder was? Das ist echt. Oh nein. Ey, das ist echt Schleim. Oh nein, was ist denn das jetzt? Was muss man denn hier machen? So, warte. Man wird hier voll weit weggehauen. Niemand wird weit weggehauen. Du musst, ich sag nur eine Sache, du musst hier ganz vorsichtig fahren bei den Sachen. So. Wie fährst du? Pass auf, die hauen dich ganz weit zurück, wenn du die berührst. Okay, du hast recht. Ey. Und vorbei. Ey, so, ich werde hier gemobbt. Hier stimmt irgendwas nicht. Warte. Oh Gott sei Dank. Warte, ich hab's jetzt gleich. Ich bin gerade dran. Du wirst echt gemobbt, so. Na komm. Ich warte auf dich. Okay, ich hab's. Okay, jetzt mit Vollgas. Einfach nur Vollgas rüber. Was ist denn das hier? So. Schneelawine oder was war das? Ja, die wackelige Welt. Oh, hier. Durch den Regen. Nein. Na, beide, ey. Aber nicht schlimm. Also, wenn man auch sein Auto wieder spawnen muss, ne? Dass man es so auswählen muss. Ja, okay. Das ist nervig. Jetzt. Oh mein Gott! Ich bin auf mein Gott, na! Hilfe! Abschnitt gelöscht! Was? Oh mein Gott, ich konnte mich retten durch wieder Respawn hier. Oh mein Gott, wir können jetzt nicht mehr zurückgehen, glaube ich. Der Abschnitt wurde hinter uns gelöscht. Er siehst ihn nicht mehr, oder? Aber du siehst mich noch, oder? Ich seh den noch. Aber der wurde, glaube ich, gelöscht oder so. Hier und drü... Nein! Ich glaube, du musst da mal oben mit Geschwindigkeit fahren. Guck mal, ich mach das nochmal ganz kurz vor dir. Einfach nur, um dir zu zeigen, wie schlecht du bist. So. Hoppa! Oh mein Gott! Wieder geschafft! Ich auf dem Rücken! Ja, ich auch! Hast du geschafft jetzt? Ja, ich hab's auf dem Rücken gerade. Ich wollte dir nur mal zeigen, wie einfach das ist. Ja, korrekt. Danke. Hier geht's bestimmt mit ganz viel Geschwindigkeit! Nein, mein Auto ist... Muss schnell sein. Ja, man muss ganz schnell sein. Oh Gott, nein! Mein Auto war schnell. Ey, das war gerade mega knapp. Was ist das hier für Teile? Die sind ein bisschen... Ey. Die sind ein bisschen schwierig. Meine Motor... Mein Auto wird hier gerade auseinandergeknüppelt. Ja, du musst da ein bisschen Slalom fahren. Ja, so, jetzt hab ich's. Vorsichtig. Mein Auto ist ein bisschen... Ich glaube, ich habe meinen Motor verloren. Na komm. Ey. Was machst du? Alter, du fährst die Kutsche. Ich kann nicht mehr lenken. Das ist...
Drück nein! Das war eine Kutsche, weißt du, so eine... Das war gerade echt so eine Kutsche. Gladiator-Kutsche warte, oder jetzt, sowas. Mal jetzt links. Ah, warte mal, der Trick ist einfach rückwärts zu fahren. Okay, pass auf hier, guck mal rückwärts. Rückwärts? Ja, ich sehe ja, was das für ein Trick ist, aber ich komme auch mal wieder zurück. Sollen wir zurückkommen? Muss man Slalom fahren, guck oder was? Guck mal, ich komme einfach wieder zurück. Ja, man muss, natürlich muss man Slalom fahren. Wie soll das denn sonst funktionieren? Ich dachte, im richtigen Moment muss er da durch. Okay, warte, ich komme jetzt hier. So, hey, Auto. Slalom hier, rechts, immer rechts, links. Oh, ah, weg hier. Rechts, links. Das war knapp hier. Dann rechts, dann genau, links. Genau, genau. Ach so, easy, ja. Ja, mit Slalom ist echt easy. So, okay, das war... weiter. Oh, was ist hier jetzt? Ey, ich bin nicht um die Kurve gekommen gerade. Ey, man darf hier nicht so schnell fahren, glaube ich. Man darf echt nicht so schnell fahren. So, hier hat man zum Glück noch eine Bande. Hab ich. Mhm. Oh. Na, komm schon. Bist du oben oder was? Ich sehe dich oben gerade. Ich bin schon oben hier. Ich hupe hier auch schon rum. Sehr gut. Meine Lichter gehen auch nicht mehr, die sind schon kaputt. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Ah, okay. Ja. Wir müssen hier direkt hoch. Nein. Oh mein Gott, ich wäre gerade fast runtergefallen nach hinten. Das war knapp. So, aber ich hab's auch, sehr gut. Oh Gott. Die Burg gehört mir. Oh Gott, ich häng fest beim Sprung. F, du musst F drücken. Nein. Was machst du? Du hättest F drücken müssen. Nein. Dann hätte der sich wieder befreit. Okay, warte, ich komme jetzt hoch, kein Problem. Nein, was passiert? Ah, oh nein. Du, das Schneckengehirn schlägt zu. Gar nicht. So, okay, ich bin jetzt hier am nächsten. Ich lauf das Ganze jetzt zum Checkpoint. Was, hier sind Panzer? Schießen die einen ab, oder was? Nicht. Mein Auto ist einfach nicht gespawnt. Der macht mein Auto kleiner. Oh Gott. Hey, mein Auto spawnt nicht mehr. Ich kann jetzt laufen, oder was? Was? Wie, dein Auto spawnt nicht? Mein Auto ist nicht mehr da. Muss ich fahre mit hier mit. Nee, hau ab jetzt hier. Geht nicht. Das liegt an einem Schneckengehirn. Kann ich doch nichts für. Wie geht denn das? Mein Auto spawnt nicht. Wie, dein Auto spawnt nicht? Es geht nicht mehr. Ich kann es nicht spawnen. Hey, dann musst du dingsen. So, okay, da bin ich doch. Auto wieder am Start. Pass auf die Panzer auf, ne? Die schießt ein. Oh. Ich bin nicht so. Oh. Alter! Oh! Oh mein Gott, mein Alter! War immer so schnell, so luftig. Das war das Problem. Ja, es war auch richtig, richtig schwer auf einmal. Mein Auto ist auch schon wieder gut kaputt. Jetzt. Okay, ich wurde ein bisschen angeschossen. Alter, guck mal, unsere Autos sehen fast gleich aus. Ein bisschen, mega kaputt. Ein bisschen. Oh nein. Das stand gerade wieder Abschnitt gelöscht. Alter! Wir löschen jetzt schon bei mir nicht. Das ist ja mega schwer. Ich glaube, wir brauchen diesen krassen das ist Truck. Mega schwer. Den Monster Truck. Ja, hol den mal. Ich bin echt gespannt, was du für eine Überraschung für mich hast. Der kostet 700 Robux. Oh okay, ich kaufe mal den jetzt. Ich habe jetzt mir den krassen Monster Truck hier jetzt geholt. Okay, ist gekauft. Oh mein Gott! Yo! Alter, der Teufelstruck! Oh! Ich glaube, musst du in der Mitte einfach rüberdüsen. Ja. Ey, mein Auto spawnt schon wieder nicht. Was soll das? Ist ja, weil du einfach ein Geringverdiener bist. Du kannst dich alles gleich leisten. Was? Wo ist mein Auto? So, warte. Hier. So, spawn. Jetzt komm ich komme jetzt hier mit dem Monster Truck. Ja. Oh, das ist aber cool. Der Monster Truck ist cool. Wie schaffst du das? Ich komm da gar nicht. Der ist richtig cool. Schreibt mir in die Kommentare, wie cool ihr den findet, Leute. Skala von 1 bis 10. 10 ist super cool. Ich finde den auch cool. Ich finde den auch 1 cool. Ist super doof. So, ich schaff's jetzt vor dir. Hey! Niemals. Abwarten, Kollege. Ich hab's jetzt raus. Mit meinem 600 Robux Monster Truck. Wow! Ja, hast du es? Ja, Mann. Der Diablo. Es. Oh, ach Mann, das kann sich jetzt um Jahre handeln, bis ich das geschafft habe. Was ist das denn hier? Ja, ich werde jetzt ganz so überwenden. Oh, rechts, links, und schon mal rechts und ja, ich hab's auch. Du Schummler. Wieso Schummler? Du hast übersprungen die Stage. Hab ich gar nicht. Das hab ich genau gesehen. Ich hab dich nämlich nicht gesehen. Digga, ich bin da gerade gefahren. Ich bin da gerade eben gefahren. Komm schon. Hast du mich nicht fahren sehen? Doch, natürlich. Durch die Matrix bist du vielleicht gefahren. Okay, für Robux bin ich gefahren. So, okay, der Monster Truck ist echt ein bisschen bouncy, muss ich sagen, ne? Also ein bisschen schwieriger oder einfacher, würdest du sagen. Oh, schön bisschen, langsam. Oh nee. Oh nee, das ist. Hä? Ah, das ist verschieden. Okay, so. Okay, ich hab's jetzt. Ja, warte mal, ich hab eine Idee. Er ist auf jeden Fall, also der ist cool. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Das ist so viel ist auf jeden Fall sicher. Okay, der nächste ist wieder ein bisschen blöd. Oh, ey, was macht der? Sag mal. Beim nächsten müssen wir aufpassen. Ich komm hier nicht hoch. Ey, du musst beim nächsten. Hier nicht hoch. Wie, du bist immer noch hier oben? Ach, da bist du. Nee, ich komm hier nicht hoch. Du bist immer noch da. Ich komm hier nicht hoch, hab ich doch gesagt. Wie schlecht. So, hier jetzt aber. Ja, ich weiß auch nicht wieso. Das einfach hast du nur wegen dem Monster-Truck geschafft. Nee. Mach ich doch. Guck mal, wie das Auto sich dreht. Es hat sich bei dir nicht gedreht. Klar, ich hab's kontrolliert. Guck mal, bei mir dreht es auch. Siehst du das? Bei mir dreht es mein Auto genauso wie deins. Okay. Du musst halt nur... Ich kann das nicht kontrollieren. Wie drehst du das? Guck mal, so, dann so. Ja, so fährt meiner gar nicht. Guck mal, wie meiner fährt. Guck mal meinen an! Mann, wie dreht denn der ab die ganze Zeit? Was soll das? Oh, yippie! Ja, siehst du?
alles okay, entspannt. Okay, okay. So, jetzt der nächste ist schwierig. Da darf man nämlich nicht vom Gas runtergehen. Aber nicht vom Gas runter, weil wow, sonst was passiert? Ich hab ihn geschafft. Ich hab ihn geschafft. Wow! Wow! Hä? First Try? Ja, der ist ja vielleicht mal, mit meinem, guck mal, ich spiel locker ein härteres Level gerade mit meinem Monster Truck. Ist locker viel schwieriger mit dem. Das ist ja wohl niemals. Der hat 600 Robux gekauft, als wenn das schwieriger ist. Der ist schwieriger. Niemals! 100%. Niemals! Der sieht nur cooler niemals. Aus. Der sieht nur cooler aus. So. Na, der sieht nur cool aus. Achtung! Ey. Oh, ach, ey, die Leute sind da richtig crazy. Das war voll unfair gerade. Oh, so, ja! Ich hab's, Gott sei Dank, okay. Jetzt, aber das ging schon. So, hier weiter. Ey, ja, ich hab's geschafft. Der unsichtbare Weg, oder was? Ja, easy. Oh, Nein, alles gut. Ich wurde gemobbt. Ha! Da siehst du mal mit deinem riesigen, dicken Monster-Truck, ja, kommst du da gar nicht so easy lang. Ich hab gesagt, das ist schwieriger als mit meinem. Ha! Siehst du schon, wie schwierig das ist, ne? Das ist ja wirklich für Babys, wie du das sagst. Nein, du hast doch gesagt, dass der dicke schwieriger ist. Na, der ist nicht schwieriger. Guck mal, der macht auch sogar, der fällt sogar auf die Seite einfach so. Warum auch immer. Weißt nicht, dass er. Ach man, mein Auto verbrennt hier. Ey, du musst warten, bis die Lava weg ist. Ja, ja, natürlich. Oh. Denkst du, ich will durch die Lava fahren, ne? Oh nein, ich dachte, das schaffe ich doch gerade so rüber. So, jetzt verschwindet sie. Jetzt ist verschwunden. Ha! Oh. Okay, du musst halt echt nur krass warten. So, hier ist die auch gerade verschwunden. Ah! Alter, da traust du dich aber auch was, ne? Natürlich, ich bin ja hier kein Weichei. Du hast dich immer getraut. Na, du warst aber schneller als ich, ne? Deswegen habe ich ein bisschen gewartet. So. Ey! Nein! Oh nein! Ich habe nur meine Reifen. Ich bin gecrashed. Nein! Verdammt! Ey, ich muss hier vorne wieder anfangen. Ich hab zu wenig Speed gehabt gerade. Ja. Okay, so, hier muss man durch warten. Oh ja, hier muss ich jetzt warten. Ha! Oh, Anfänger und durch hier. So, kein Problem. Wieso Anfänger? Wir sind auch genau gleich auf. Super! So, jetzt hier. Oh Gott, oh Gott. Oh, mit Speed! Ja, nein! Und jetzt muss man hier richtig mit Speed Was rum. Was soll das denn? Oh Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Das ist sehr gut. Ich hab's geschafft. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und jetzt hier hoch. Ja. Yeah. Und ich hab den Checkpoint. Okay. Jetzt heißt es erstmal chillig entspannen. Ha. Wieso? Sagst du chillig entspannen? Ich bin doch schon da. Ich bin doch schon bei dir. Der kauft sich ja alles frei, Leute. Wieso? Du kaufst dir für 600 Robux und Monster Truck, der besser fährt als meiner. Ich spiel wenigstens die Runden. Ja, und ich spiel. Ja, oh. Ja, mein Gott, ich überspringe die halt. Aber du hast ja auch so ein Profi-Ding da gekauft. Nee, das ist viel schwieriger damit. Der bounce voll rum. Das ist viel einfacher damit. Das ist ja wohl viel Gar einfacher Gar nicht, damit. Alter. Der sieht nur cooler aus. Guck da mal. Ja, was? So, jetzt. Ja, so. Jetzt schön mit Geschwindigkeit hier hoch. Oh, ach, nee. Ey! Ja! Ey, ich geh wieder zurück. Nein! Ich auch. Ich rutsche hier die ganze Zeit wieder runter. Warte, ich schaff's jetzt. Nein! Ich schaff's jetzt. Und jetzt hier links hoch. Ja, okay, ich hab's. Ich sag dir, weil das Nächster mit dem Monster 10-mal leichter ist. Alter, sind das hier mal so Mario-Level oder sowas? Schön hoch und nach links, nach links. Was soll das? Na, komm schon, warte mal. Nochmal. Oh, das ist hier schon sehr wackelig. Das ist... Ich komme hier nicht weiter. Hast du nicht mal einen Tau dabei oder was? Du hast doch so einen Monster Truck. Nee, ich habe da so einen kleinen hier. So einen Teufelsschwanz hinten dran. Ja, musst du anfassen. Schon okay, warte. Und? Ich greife den Teufelsschwanz! Ja! Okay. Gott sei Dank, endlich, Alter. Optimal. Jetzt gehen wir hier schön beim Mario-Level. Oh, und ich falle hier wieder runter. Aua. Ganz toll. Hä? Oh mein Gott. Müssen wir irgendwas freischalten erst, oder was? Zeig mal. Wieso? Ah, jetzt ist grün. Ach so. Hä? Was soll das denn sein? Ah! Ich bin gerade voll durch die Raketen durchgeflogen. Hä, ich auch. Bei mir ist die ganze Zeit grün. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nein. Alter. Was muss ich? Ich werde hier hin und her. Ich werde gemobbt. Alter. Nein. Okay, also man muss warten, bis die andere Wand grün ist, oder ich muss warten, bis meins grün ist. Jetzt. Durch. Okay, und jetzt rein und jetzt Ach, was? Ach, Mann. Hupen. Warte, ich muss Licht gegen machen. Ich zeig dir, wie es geht. 3, Licht. 2, ja. 1. Ja. Okay. Warte mal. Ich glaube, ich chill noch, oder? Ich glaube, es ist auch schlau zu chillen, oder nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ganzen Raketen. Oh mein Gott. Oha. Oh oh. Rückwärts. Das müssen wir warten, bis vorwärts, es grün vorwärts, ist, vorwärts, nur rückwärts, ja, okay. Vorwärts die ganze Zeit. Bis es grün ist, müssen wir warten. Ja. So, rückwärts, vorwärts. Hier, vorwärts. Oh, hier wieder vorwärts. Oh. Wer hat da grün vorne? Rückwärts. Sag mal, mach doch jetzt. Grün. 2, 1. Oh mein Gott, ja. Ich hab's! Ja! Level 100 erreicht! Ich hab's auch! Danke fürs Spiel! Wir haben's! Ja. Und jetzt, was ist die Überraschung? Was ist jetzt meine Überraschung? Das ist die Überraschung! Wir haben so einen richtig coolen Stunt-Tag. Oh mein Gott, wie cool! Wie krass ist das denn? Guck, wie cool das aussieht! Wir können hier alles Mögliche machen, das ist übertrieben krass, ne?
Wir können Alter, ja so auch hier so Looping und so. Ja, dann können wir hier zum Beispiel... Ey, wie cool, wir haben es aber durchgespielt. Wir können durch so einen Tunnel und so fahren. Wir haben hier vorne über, ja, über Autos rüberspringen. Nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Auf so zwei Reifen auch so fahren. Nee. Hier übers Wasser rüber, hier über... Also richtig coole Sache auf jeden Fall, Leute. Alter, aber ja, Mann. Ey, Kasper! Yo, was geht? Boah, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir hier mal was sauber gemacht haben? Ich brauche hier deine Hilfe, Broxy. Wir müssen hier nämlich einfach mal alles reinigen. Guck dir das mal an. Was ist denn das für eine dicke Statue, Mann? Es ist eine Goldstatue. Und zwar ist das hier so ein Grundstück von so einem Superreichen. Und der hat halt eine eigene Statue von sich im Garten stehen. Du hast gerade schon gesehen, der hat eine richtig dicke Villa, die komplett dreckig ist. Die müssen wir, beziehungsweise dürfen wir auch noch reinigen. Boah, das bin ich mal ganz gespannt, wie sauber das wird. Also, ich sag mal so, was hast du jetzt gerade schon für eine Wasserpistole? Du hast schon eine ziemlich gute, ne? Meine ist schon nicht schlecht, ne? Aber ich werde auf jeden Fall gleich eine bessere kaufen. Keine Sorge, Kasper. Ja, ja, okay. Weil ich meine, wir sind ja, guck mal, was das für ein Kunde ist. Der ist übel reich, weißt du? Der zahlt ja auch gutes Geld. Der zahlt mega gutes Geld dann auch. Genau, deswegen können wir auch wieder reinvestieren in unsere Wasserpistolen, besseren Tank und so, weißt du? So, das sieht nicht aus. Und wir können natürlich auch nachher noch heftigere Aufsätze kaufen. Oh, aber richtig, richtig heftige. Ja, ne? Richtig heftige. So, okay. Also ich würde sagen, wir machen das hier erstmal auf ganz entspannt sauber. Den Lambo hier, das ist den Lambo. Hast du schon mal so einen geilen Lambo? Der ist schon echt heftig, ne, muss ich sagen. Und der ist einfach auch komplett dreckig, deswegen muss der sauber gemacht werden. Der muss, ich mach gerade ein bisschen sauber, so. Ja, ich gucke mir das an später, ne. Ich kann mir jetzt auch gleich eine neue Wasserpistole leisten. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was kostet die eigentlich? Welche? Die neue Wasserpistole, 35.000 oder so. Achso, ja, genau, die kostet 35.000, deswegen, ich kann jetzt hier in den Shop gehen, okay, so Store. Die Beine noch so ein bisschen. Und dann kaufe ich mir, genau die, die du auch hast. Guck mal. Ja, sehr gut. Warte mal, ich guck mal. Zeig mal. Hey! Sieht cool aus, ne? Ja, sehr gut. Ja, die ist nicht nur, die sieht nicht nur cool aus, die ist auch cool, sag mal. Ist sie wirklich auch cool, ja? Der Lamborghini, der geht so schnell gereinigt, ne? Und mein Tank ist schon wieder leer, Mann. Ich muss hier immer ins Wasser laufen, sag mal. Der Tank, dass er leer ist, ist schon nervig, ne? Deswegen, ich kaufe jetzt mal den unendlichen Tank. Den unendlichen Tank? Ja. Für 800 Robux? Ja. Aber du hast sie doch nicht mehr alle. Wieso kaufst du dir sowas? Einfach den unendlichen Tank. Ach nein, ich kann ihn mir gar nicht leisten, weil ich zu wenig Robux habe. Aber, weißt du, was ich mir kaufe? Ich kaufe mir für 35.000 Dollar den Megatank. Den kannst du übrigens auch für Robux kaufen, ne? Ich wollte es nur mal anmerken. Den Megatank? Oh, da passt ungefähr 15% mehr rein als bei dem letzten Big Tank, den wir haben gerade. 15% ist jetzt aber nicht so viel, finde ich. Ist nicht so viel, aber muss halt so Step by Step, weißt du? Einfach, das heißt schon wieder einmal weniger laufen. Ja, okay. Wenn das, ja gut, okay, wenn man es so sieht, also, weißt du, wenn du viermal das leer machst, dann hast du einmal direkt oder fünfmal, dann hast du direkt da, weißt du, bist du irgendwie direkt am Start. Sagst du den Megatank kaufen oder was hast du dir geholt? Ja, ich habe mir den Megatank geholt, hol den einfach. Ja, ich hole mir den gleich einmal mit Dingens, Geld, sagst du. Mit Geld, ja, ja. Okay, ich glaube, am meisten kriegen wir und am meisten, am schnellsten Geld kriegen wir sowieso, wenn wir vorne das Haus sauber machen. Weil da ist so viel Dreck. Ja, da ist so viel Dreck. Oh mein Gott, das ist ein pures Geldgefarme hier vorne. Okay, ich mache jetzt gerade nochmal die Statue ein bisschen sauber. Ja, sehr gut, die will auch komplett clean sein. So, also Statue auf jeden Fall schon mal. Oh, ich glaube sogar unter dem Fuß, ne? Ja, überall. In jeder kleinen Ecke bei der Statue ist auf jeden Fall Dreck versteckt. So, hier noch, zack. Wie viel Prozent hast du schon? 32. Okay, das ist doch schon mal gar nicht verkehrt eigentlich. Ja. So, finde ich auch. Finde ich eigentlich ganz gut. So, hier. Und schon wieder leer der Tank, also wirklich. Jetzt muss ich hier auch einfach mal wieder los. Alter, das Ding war ja cool, wie hell das war hier oben. Ja, das leuchtet so richtig hell, weißt du? Das leuchtet jetzt richtig hell, das war richtig, richtig, richtig dreckig. Also ich sag's dir, das war absolut dreckig. So. Hier ist einfach so ein Diamant hier, okay, sehr gut. Okay, ich krieg auf jeden Fall ordentlich Geld. Ja. Ich hab 35.000 eben ausgegeben für den neuen Tank und habe jetzt schon wieder fast 35.000. Bam! Wie, ehrlich? Ja, weil das so schnell geht. Oh, ich hab hier noch Dreck vergessen, sehe ich gerade, das wollen wir ja nicht. Oh, voll Wasser ist leer. Hier oben noch ein bisschen. So, jetzt ist das auch sauber da oben. So, ich muss ganz kurz neues Wasser holen, Kaspar. Mach das. Ich sag dir, fang beim Haus an. Da kriegst du echt am schnellsten und am meisten Geld. Okay, ich habe jetzt auch die Statue fertig. Und dann kann ich das Haus... Ja, beim Haus hast du halt echt so, weißt du, da kriegst du mal eben so... Nur weil du den Boden ein bisschen sauber machst, kriegst du 2.000 und so. Boah, was? Boah, ich habe gerade 4.000 bekommen für den Eingangsboden. Was? Alter, okay, das gibt so dann mach ich doch nicht den Lamborghini. Dann mach ich jetzt hier alles. Oh mein Gott, du hast recht. Ich sag dir, das ist ein pures Geldgefarm hier vor. Also das ist wirklich, das ist Geld verdienen nach meinem Geschmack. Ja, ne? So, hier vorne noch, dann hier die Ecke, das gab wieder, das gab 4.000 wieder. Ich sag dir, die großen Flächen, die bringen echt am meisten. Mach nicht diese kleinen, sondern mach so richtig schön diese ganzen großen Flächen, die du so siehst. Okay, hier also hier jetzt so zum Beispiel.
Ja, sowas genau. Dann an den Seiten rechts und links vom Haus und so kannst du auch hingehen. Dann kannst du auch wieder saubern. Ich habe 50.000 Dollar gleich. 50.000? Ich bin mal gespannt, ob ich mir mit 50.000 irgendwie noch was kaufen kann, was gut ist, ne? Oh, ich muss schon wieder nachfüllen. Aber ich höre jetzt auf jeden Fall. 80.000 kostet die nächste Wasserpistole. Die könnte man auch für 150 Robux kaufen, ne? Ich guck grad mal. Ja. Oder was meinst du? Oder lieber nicht? Nee, nein. Ich würde sagen, wir kaufen nichts mehr mit Robux. Okay, na gut, na gut. Dann halt nicht. Dann machen aber wir ich kann halt jetzt nicht. Auch den größeren Tank kaufen, weil wir kommen auf jeden Fall auch echt schnell voran. Schon, ja, der ist schon ziemlich stark, der Tank. Und danach der Tank ist noch besser, glaube ich. Ich glaube, der kostet auch 80.000, oder? Ich muss mal nachgucken. Was kostet der denn eigentlich? Mhm. Der nächste Tank kostet auch 80.000. Das ist der Ultratank. Der okay, Ultratank? Ja, der heißt so auf jeden Fall. Oh, der Lamborghini bringt aber trotzdem ein bisschen Geld, ne? Ja, also, ja, du musst halt am besten, du suchst die größten Flächen raus und machst sie halt dann komplett sauber. Weil die bringen dann halt direkt so 2.000, 3.000 auf einem Schlag, weißt du? Ja, ja. Hier nochmal, oh, das okay, ich kaufe jetzt mal ganz kurz einen größeren Tank. 1.000 wieder und nochmal 1.000. Bam, größeren Tank gekauft. Hier wieder ein bisschen sauber, sehr gut. Hier wieder 6.000 gab es dafür gerade, krass. Boah, wow, was hast du denn gerade sauber gemacht alles? Hier 3.000, ich mache hier halt richtig 1.500. Das ist wie am laufenden Band, 1.900, 980. Wo bist du denn? Hier oben, zweite Etage, hier oben ein über dir. Warte, ach, mal, so hier, du kannst du komplett den Boden sauber machen mit. Das geht, hier ist richtig Geld gefarme. Okay, pass auf, ich fülle jetzt meinen Tank neu auf. Ja, ich muss auch mal nachfüllen. Ich habe 81.000 jetzt. Ich könnte mir jetzt rein theoretisch schon die neue Wasserpistole kaufen. Ey, jetzt habe ich auch gerade 34.000. Wo bin ich noch, weil mir so viel Geld ist? Ja. Soll ich mir einfach mal die neue Wasserpistole kaufen oder lieber einen neuen Tank? Meinen neuen Tank habe ich mir eben gekauft. Ich glaube, ich kaufe mir lieber eine neue Wasserpistole. Ja, ja, würde ich auch sagen. Kauf dir lieber einen neuen. Guck mal, ich habe immer denselben Tank gerade. Und ich meine, der ist das ja schon und relativ voll, ne? Warte, Boombang Pow, ich hab sie, Broxo. Zeig guck mal. Sie dir an. Wie krass die aussieht. Sieht schon krass aus, die Pistole. Ja, das ist irgendwie Super Splasher heißt die irgendwie oder sowas. Also ich bin mal gespannt, ob die jetzt irgendwie krass unterschiedlich sein wird zum anderen Ding. Hallo, die Kakteen sind sauber. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Ding ist ja absolut am Abgehen. Ehrlich? Yo, das geht richtig schnell hier. Das macht alles sauber, der Super Splasher. Okay, ich mach jetzt, oh ja. Okay, Alter! Zweite Etage, dass du heftig sagst, ne? Alter, ich muss hier gefühlt nur durchsprinten und es wird direkt sauber. Ich muss nur einmal darüber gehen und die ganze Wand wird sauber. So, pass auf. Ich bin jetzt quasi. Hey, sind die Wände so heftig oder was? Ja, der Boden ist das krasseste. Und die Wände auch. Alter, okay. So ein Geldgefarme hier. Ich habe eben 80.000 ausgegeben, jetzt habe ich schon wieder 30.000. Alter. Zack, zack, zack. Ja, ich bin jetzt auch gerade bei 50.000, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. So will ich das sehen. Für 80.000 kannst du hier kaufen. Wie viel Prozent hast du schon gecleant so von diesem Bereich hier? 80 Prozent. Ja, okay, 89. Dann bist du ja gut davor, sag mal. Dann sind wir ja gleich auch fast. Oh, stimmt, man kriegt die Eche, das sind 4.000. Das war voll heftig. Ja, das ist richtig, richtig gut. Also da wirklich Lost, wer dann irgendwie unten so ganz kleine Ecken macht oder so. Ja, weißt du, das kann ich auch nicht verstehen. Wenn du oben auch richtig, richtig viel Geld verdienen kannst gerade. So. Okay, ich habe wieder nachgefüllt meinen Tank, ich mache wieder Seite. Das machst du aber gut da oben, sag mal. Das machst du ja, ich bin verdammt, ich muss. Du bist ein Profi im Fenster reinigen. Ich bin schon wieder leer. Aber ich kann jetzt, warte mal, also die nächste kostet, mir fehlen 200 Dollar. Dann kann ich mir auch jetzt die neue Pistole kaufen. Hast du 80.000 dann schon zusammengespart? Ich habe jetzt 80.000, ich habe jetzt 79.800. Das ist schon ordentlich, ich gehe mal hier. Boah, ich gehe mal nach ganz oben aufs Dach. Denkst du, das ganz heftig da oben? Das wird richtig Geld geben, ja, das wird nochmal richtig Geld geben jetzt. Wegen 4.000 gab es gerade für den einen Abschnitt. Ja, es gibt nur auf dem Dach, gibt es nur Böden. Boah. Lol. Oh mein Gott, nochmal 2.000, nochmal 500. Okay, ich kaufe mir jetzt diese neue Pistole. Ja, mach das mal. Hier oben. Bam. Der Jet Splash. Ich sag dir, ganz schön krass, der Jet Splash. Damit geht es auf jeden Fall nochmal. Oh, schon direkt wieder leer, ne? Alter, was soll das denn? Ja, natürlich, also das Ding ist, wenn du, musst halt echt gezielt arbeiten, glaube ich, einfach. Ja, ja, das ist halt echt nicht so easy, ne? So, zack, zack, zack. Das ist nicht so easy, man muss schon ein bisschen zielen, ne? Hat schon ein bisschen was mit Skill zu tun auch. Ja, man muss schon ein bisschen so auch Wassermanagement muss man darauf achten. Wasser, ne? Also ich kann dir mal empfehlen, geh mal oben ganz aufs Dach und dann versuch mal da den Boden alles wegzumachen, weil das ist nicht ganz ohne. Aber ich würde sagen, mach's lieber mit einem kompletten vollen Tank, weil sonst bist du da gleich wieder, musst du dann so, wenn du noch ein bisschen was fehlt, also wieder runter. Ich komm ganz gut voran, muss ich sagen. Tippelst du beim Spritzen oder machst du immer nur so was? Ich tippe schon so ein bisschen, muss ich schon so sagen. Oh ja, okay. Ist das so ein Geheimtrick oder was? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Probieren hier. Bisschen sparsam sein. Stimmt, ist echt ein bisschen sparsamer, ne? So, zack. Also ich habe jetzt gerade. Jetzt ist mein Tank erst leer. Ich habe 96% schon gereicht. Ich habe 98% jetzt gerade. Was? Mehr als ich? Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen hier. Aber jetzt muss ich auch gerade nachfüllen. Reinige ich hier. Ja, das ist nochmal mein Vorsprung hier. So, die Wand hier.
Uiuiui, das gab nochmal gut Prozent. 9. Oh, ich hab's! Sehr gut. Ich hab's, Doktor, du musst zusehen. Hier, mach ich auch noch ein bisschen sauber kurz. Ja, warte, ich muss jetzt die Villa fertig machen. Ich muss sie jetzt fertig machen. Ja, ich mach hier auch nochmal fertig den Boden. Aber ich sag, das gibt nur noch kaum Geld. Ja, weißt du, wir gehen ins nächste Grundstück. Die ist heftig, die Villa. Ja, hier vorne noch so. Das auch sauber. Sehr schön. Also, wenn das nicht sauber geworden ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht. So. Sehr gut. Also, ich würde sagen... Ich hätte jetzt auch, glaube ich, fast. Grundstück oder was? Ja, komm, lass rübergehen. Komm. Okay, komm, dann gehen wir rüber. Oh, weil ich glaube, den Bus an. Ja, ist einfach eine alte Schule am Start. Aber die Schule sieht sauber aus. Oh, huh? Die Schule sieht sehr sauber aus. Was war das denn gerade? Oh mein Gott. Ah, man kann in die Schule reingehen, lol. So. Okay. Kann auch erstmal verstehen, dass man in die Schule rein muss. Ich glaube, ich gönne mir mal einen größeren Tank. Ich habe schon wieder 80.000 am Start. Du auch? Wie ist das schon? Nee, ich habe 40.000. Ich habe schon wieder einiges sauber gemacht. Du bist halt ein bisschen zu langsam. Ich mache aber auch einiges sauber. Ja, stimmt. Okay, hier der Schulbus. Mach ich mal sauber so. Bang, bang, bang. Zack. Zwei rübergehen ungefähr. Sehr gut. Hier die Windschutzscheibe, hier die Motorhaube. Daran auch nicht vergessen. Hinten, ne? Daran auch nicht vergessen, ne? Hinten. Auf jeden Fall auch wichtig, habe ich jetzt vergessen. Richtig gerade. Dreckig das Ding. Alter, der ist einfach, ah, der, weißt du. Aber das Wasser ist dreckig hier. Wir machen den strahlend glänzend Broxo, den Bus. Ja. So, machen wir halt echt. Ein bisschen sauber hier, die Nummernschilder, die Lichter, hat auch nicht vergessen. So. Sehr gut. Okay, das sieht doch schon und wieder voll. Aus. Aber was ist denn hier noch so dreckig in der Schule? Innen oder was? Ich kaufe mal eben den größeren Tank für 80.000. So, mal ganz kurz gucken jetzt hier. Ich kann ja noch oben. Auf den Ultra-Tank. Okay, kann der noch mehr aufsammeln jetzt? Ich glaube, der kann noch mehr aufsammeln jetzt. Also da bin ich mal gespannt. Pass auf, ich glaube, ich mach den Bus noch fertig und dann gehe ich mal in die Schule rein, was ich da noch sauber machen kann. Weil ich meine, irgendwas Krasses muss da ja noch sein, ne? Was man ja, also schätze ich nämlich auch. Seite mache ich auch noch sauber so. Hier vorne auch jede Ecke. Da sind noch so viele hier auch oben im Bus drauf, ne? Die Ecken jedes Mal. So. Alter, was ist denn hier noch alles? Muss man auf den Bus raufgehen. Uiuiui, ich bin gerade oben drauf gesprungen. Alter. Junge. Das ist ja nicht ganz ohne, ne? Hier auch nochmal so mein Tank. Ich glaube, man kriegt sogar ein bisschen. Hey, du hast mich runtergeschubst. Hab ich gar nicht. Natürlich. Sag mal, was soll das denn? Haben wir jetzt alles mit dem Bus fertig? Nee. Hier die Spiegel. Ja, und dann kriegt man extra Geld, wenn man das komplett gereinigt hat. Ah, sehr gut. Oh, was ist denn in der Schule los? Können wir irgendwas übersehen jetzt? Ich glaube nicht, ne? Alter, warum ist denn die Schule so dreckig? Irgendwas übersehen? Ja, die Schule ist halt dreckig, Broxo. Die Schule war schon immer dreckig. Aber warum damals, so dreckig? Ich weiß noch, als ich zur Schule gegangen bin, da lag da immer so eine Bananenschale rum. Das war echt eklig. Die war aber nicht von mir. Die hast du da hingeworfen eines Tages, das weiß ich doch. Nein. Doch. Habe ich niemals gemacht. Sowas will ich niemals machen. Nein, sowas will ich niemals machen. Du hast die Bananen hingeworfen. Habe ich gar nicht. Ausreden über Ausreden. Wie kostet denn die nächste? Oh, 125 kostet die nächste Pistole. Ja, okay, das ist natürlich ziemlich teuer. Ich habe gerade 30.000, ne? Aber ich kaufe mir gleich den neuen Tank, glaube ich. Den habe ich auch schon gegönnt. Oh, Alter, was ist denn hier in der Schule alles dreckig, Bro? Ich weiß. Die komplette Tafel. Das ist voll verrückt. Alter, das ist ja mal richtig, richtig verrückt. So. Er hat einen Schüler richtig dünn Schiss gehabt. Ja, hat wahrscheinlich sich getraut zu melden und zu sagen, ich muss mal auf Klo. Alter, wie grün die Tafel eigentlich ist, ne? Ja, mal richtig grün. Geh da nicht so nah ran. Sonst macht dein Gesicht komische Faxen. So, hier. Dann hier noch ein bisschen so, dann hier die Tische. Alter, aber ich sag mal so, man kriegt hier gute Prozente. Oh, man kriegt hier richtig, richtig gute Prozente. Alter! Also, hab ich die ganze Tafel jetzt fertig? 23, nee, 24, 25. Alter, ich kriege richtig 26, 27. Ich kriege komplett Prozente, sag mal. Aber irgend hat da oben noch auf der Tafel. Hier, ich glaube, ich mach mal Fast Refill. Was kostet das? Ich hab das? Die aber nicht. Lohnt das? Ich krieg die Tafel gar nicht fertig. Ja. Wieso kriegst du die nicht fertig? Oder jetzt. Vielleicht hast du die auch schon fertig? Das kann halt auch sein, ne? Nein, da ist noch was an der Seite, aber ich komme nicht ran. Wie soll man da rankommen? Also kann sein, dass du die schon fertig hast oder so, aber keine Ahnung. Gluck, machen wir wieder voll. Hast du jetzt mittlerweile hier schon den neuen Tank gekauft? Nein, ich habe noch nicht genug Geld. Alter, was? Immer noch nicht? Ich habe schon wieder. Ja, die Schule bringt nicht so viel Geld irgendwie. Und man kann sich auch für 400 Robux doppeltes Money holen, ne? Aber das machen wir nicht, würde ich sagen. Nein. So sind wir doch nicht. So, okay. Guck mal hier wieder. Zack, zack. Also die Schule bringt das, du hast recht, die Schule bringt nicht viel Geld, aber die bringt viel Prozente. Ja, das stimmt. Oh, ich hab. Wie viel kostet der Tank? 80.000? 80.000 kostet der, ja. Kannst du perfekt, den hab ich mir gekauft. Und jetzt fülle ich den direkt auf. Sehr gut, so will ich das. Der wird direkt aufgefüllt. Der wird aufgefüllt und benutzt, sag mal. Dafür ist er ja auch da. Ist alles. Ich muss halt für die ganze Schule sauber machen, ne? Ja, das ist wirklich. Und das Ding ist, hinter jedem Stuhl, an jedem Tischbein ist halt Dreck. Ja, total halt verrückt, ey, was sie alles haben. Hier bestimmt hier oben drauf noch. Das dachte ich mir schon, dass da oben was noch drauf ist. Hier.
Hast du auch irgendwo oben Schränke drauf? Auf den, in der Schule? Alter, ich muss dir die ganze Zeit nachfüllen, meinen Tank. Das ist ja richtig nervig. Ja. Schon wieder. Der ist richtig schnell leer, obwohl der irgendwie besser sein soll als der andere, ne? Ja. Komischer, da muss man auch nicht verstehen. Aber wie viel Prozent hast du jetzt schon gereinigt insgesamt? 26. Ja, okay, okay. Ich hab 50 Prozent fast. 50? Ja, ich sag, das geht in der Schule, geht das echt richtig, richtig schnell. Weil die, weil das so, kriegst für jeden Stuhl sozusagen, weißt du, kriegst du so extra Prozente. Okay, okay. 1% für jeden Stuhl so gefühlt. Siehst du das nicht oben, wie schnell das hochgeht? Ja, doch, oh doch, du hast schon recht. Hier, mach ich nochmal sauber ein bisschen, so muss ich irgendwie nochmal weitermachen. Zack. So. Jeden Tisch auf jeden Fall ungefähr sauber machen. Was seht ihr den Lehrerstuhl? Ah, der Lehrerstuhl, der kann dreckig bleiben von mir aus. Das ist eh eklig. So, dann hier vorne noch das hier, dann hier der Stuhl, der Tisch, sehr gut. Sag mal, so. Wie läuft's bei dir, Brock? Ich mach auf jeden Fall auch gerade, die Spinde auch sauber machen. Alter, du machst auch richtig schnell Prozente, glaube ich, ne? Man macht einfach. Ich habe jetzt auch 50%. Damit. Was, jetzt schon? Ja, ja. Krass. Ey! Was denn? Ich bin gerade hingefallen, weil du mich schon wieder geschubst hast oder sowas. Gar nicht geschubst. Ich verstehe dich auch nicht. Bist du irgendwie sauer auf mich, weil ich irgendwie schon ein bisschen weiter bin als du oder so? Wie viel Prozent hast du denn? 66. Und du? Warum machst du 66? Ich muss nachfüllen. Ja, ich sag dir, das ist richtig nervig mit dem Tank hier, obwohl der besser ist, der Tank. Aber ich habe gerade auf jeden Fall richtig gut meinen Tank aufgespart, ne? Das war schon echt heftig, muss ich sagen. Man muss halt ein bisschen tippeln und so, das ist die Geheimtaktik. Ja, die hast du von mir. Ja, die hast du mir geheim auch von dir, die habe ich auch von dir. Hm. 71% habe ich noch. Ich würde sagen, 100% jallern wir noch voll. Ich habe 55%. Ja, das geht gleich richtig schnell. Du musst halt alle Sprinter, du musst wirklich bei jedem Stuhl. Ich habe mehr Dirtbag gemacht als du. Hast du gar nicht. Steht aber da. Wie viel Tausend hast du weggemacht? Ich guck doch mal in der Tabelle. Ich habe 241.000 weggemacht. Hä, wie geht das denn, sag mal? Ja, du schummelst irgendwie, du hast irgendwas gekauft. Ich glaube, du hast heimlich gespielt, oder? Nee, du hast dir irgendwas gekauft. Ich habe mir gar nichts gekauft. Hast du einfach heimlich gespielt? Du hast dir irgendwas gekauft. Ich habe mir nichts gekauft. Wie kommst du darauf? Hast du? Habe ich gar nicht. Oh Mann, ich habe gerade meinen Tank aufgefüllt. Ist der schon wieder leer, oder was? Das kann nicht sein, sag mal. So, hier. Auffüllen. Guck mal, hier kann man schon so ein bisschen sehen, was als nächstes kommt, okay? Also, an manche Ecken, wie soll man da rankommen? Ah, da musst du halt ein bisschen tippeln, ne? Das ist halt der Geheimtrick. So, und wieder hingehen. Also gefühlt ist gerade bei mir ein bisschen Wasser ausgelaufen. Wieso, ist der Tank schon wieder leer? Nee, aber das ist gefühlt ausgelaufen. Der ist überhaupt nicht ausgelaufen. Also du musst halt echt bei jedem... Du siehst halt richtig, jede Kante vom Tischbein und so hat halt auch eigenen Dreck, ne? Ja. Und da musst du halt richtig tippeln einfach. Du musst wahrscheinlich nur einmal klicken pro Tischbein und so. Dann geht das halt schon weg. Und das gibt halt so schnell Prozente. So, hier noch ein bisschen. So, guck mal hier. Ich frage mich auch gerade, wer lässt eine Schule so dreckig werden, ne? Ja, das war halt, ich glaube eher, dass das... Das war doch der Fabian, oder nicht? Das glaube ich auch, dass das der Fabian war. Das war der Fabian, der hat ja alles vollgekackt. Ja. Also wirklich einfach nur ekelhaft. Sehr gut. Okay, dann hier nochmal an der Seite. So habe ich auch... Hier, das Ding ist, hinten auch die Stühle sind auch dreckig, ne? Alle. Es ist wirklich alles dreckig und eklig. So. Hier oben auch sogar auf den Kanten oben drauf, ne? Auf den Kanten oben drauf ist es dreckig. Ja. Alter, hier, warst du hier schon in der Ecke? Hier kannst du auch nochmal einiges mitnehmen. So. Verdammt. Leider nicht. Schon wieder leer, oder was? Ja, schon wieder leer. Ich habe gerade mal 39.000. Ja, 39.000. Ich habe 90.000. Ja, okay. Hier. Aber wie viel Prozent hast du? 88. Und du? Ich hab 80. Okay, dann bist du... Doch, da hast du nochmal gut aufgeholt, sag mal. Ja, ja, aber du beschummelst irgendwie. Ich schummel überhaupt nicht. Ich mach's genauso wie du. Nee, du schummelst. Ich schummel gar nicht. Doch, wie kommst du darauf? Du schummelst irgendwie. Mit was soll ich denn schummeln, sag mal? Weiß ich auch nicht, aber du schummelst. Glaubst du, was zu sagen? Ich schummel überhaupt nicht. Ich stelle mir hier keine falschen Behauptungen in den Raum, sag mal. So, aber ich habe die neue Taktik jetzt, wie man es machen muss. Hier, so. 91% habe ich schon, Brock. So, hier, den Stuhl, dann hier vorne. Oha, das geht viel schneller so. Vorne noch so. Habe ich irgendwas übersehen noch? Hier, da war noch was Dreckiges gerade. Okay, ich habe auf jeden Fall, ja, also, ich habe jetzt eine neue Taktik. Okay, machst du den Schulbus draußen oder was ist hier deine Geheimtaktik? Ja, ich mache den Schulbus draußen, aber ich habe eine neue Taktik, wie man sauber macht. Wieso, was soll das für eine Taktik sein? Ja, die spart voll viel Wasser. Wieso, tippelst du immer nur so im Ego-Perspektive oder wie sag machst du das? Sag ich dir nicht. Jetzt macht der also auch noch den hier. Ich dachte, wir ziehen hier am gleichen Strang, Brock, so. Schon ein kleiner Wettkampf, muss ich sagen. Wir ziehen hier am gleichen... Ach so, ein Wettkampf also? Okay, dann wie du willst, okay. So, ja, komm. Ja, ich verstehe das, wenn das für dich ein Wettkampf ist. Ich habe einen ganzen Bus gecleant, habe noch einen halben Tank. Ja, okay. Und ich zeig dir jetzt mal, wie man zwei ganze Busse klingt und einen halben Tank nur noch. Das will ich sehen. So, also, weiter geht's. Wie viel Prozent hast du jetzt gerade? 91. Na gut, dann würde ich das eigentlich gewinnen. So, ich hol die Pistole raus. Ich mach hier sauber, ich sag's dir, jetzt werden hier Prozente gemacht. So, verdammt. Ich will hier nicht mehr rumquatschen. So, also. Wie viel Prozent 95, hast du? 96. Nein!
97. Oh mein Gott, das ist ein knappes Rennen. Ich habe 94, weil ich Wasser holen musste. 98%. Weil du den besseren Tank hast oder sowas. 99,1, 99,2. Mein Tank ist fast leer. 99,6. Nein, jetzt macht keinen Spaß, oder? Nein, jetzt macht keinen Spaß. 99,7. 99,9. Ah, du hast es doch. 99,94, was? Du hast es doch. 99,999. Oh Gott, es war so knapp und jetzt ist er leer bei 99,999. Ach, du laberst doch. Nein, er ist voll. Ja, es war so klar. Ich bin weiter und hier ist einfach ein Hangar, Broxo. Ja, cool. Ein riesiges, echtes Flugzeug. Ja, komm auch mal rüber hier, sag mal. Wie lange brauchst du? Wie lange brauchst du bitte? Ja, ich habe noch 96%. Ja, dann mach mal einmal einen Bus fertig und dann hast du direkt deine 10%, sag mal. Ja, ich bin auch schon dabei. Zu viele Ansagen, glaube ich. So, dann fange ich hier schon mal auf entspannt ein bisschen an, solange du noch brauchst, ne? Aber ich frage mich gerade. So ein bisschen. Ja, wo ist denn mein Bus denn? Ah. Wo ist denn noch dreckig? Hier? Oh, das sollte gleich richtig. Es gibt richtig gut Prozente, ne? Wo ist denn mein Bus noch dreckig? Mann, ist doch egal, wo er dreckig ist. Mach doch einfach irgendwas anderes noch, was dreckig ist. Ja, aber hier ist bei mir nichts mehr dreckig. In der Schule noch irgendwo was. So, in der Schule ja irgendwo hinter irgendwelchen Schränken oder so. So ein paar Stühle sehe ich gerade. Also ich hab einen Bus nicht mal angerührt, ne? Einen dreckigen Bus und hab's trotzdem rüber geschafft. Ehrlich? Oh, ja, hier vorne so, noch die Reifen. Also irgendwas musst du dann ja falsch gereinigt haben oder so. Ich hab in der Schule sehe ich gerade. Ach, die Seite. Alle Seiten wahrscheinlich hast du. Also ich warte jetzt hier auf dich, sag mal. Hast du jetzt endlich mal deine 100% zusammen oder was? Ja, warte. Na gut, ich warte hier, Boxo. Ich warte hier. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Jetzt, okay. Sehr gut. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Würde ich auch sagen, Boxo. Guck dir noch einmal aber an, was wir hier haben. Boah. Alter, ich sag's, wir haben einfach einen kompletten Flughafen am Start, den wir reinigen wollen. Richtig, richtig wild. So, also machen wir beim nächsten Mal, Boxo. Let's go. Wir werden unsere eigenen Zombies erschaffen. Hier läuft zum Beispiel schon mal ein Zombie von uns und die werden die ganze Zeit dann hier so Leute und so essen, dass wir quasi die ganze Welt hier erobern, Freunde, mit unseren Zombies. Weil wir sind als einziger immun, weil wir so einen Stoff genommen haben. Haha. Ja, irgend so einen Impfstoff oder so haben wir uns dann reingehauen, dass wir halt von den Zombies nicht, angegriffen werden können. Lasst euch mal gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr von mir noch mehr sehen wollt, dreht einmal ganz kurz noch euer Handy und drückt noch auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Also glaubt mir, wir sind nämlich kurz vor 100.000 Abonnenten. Ich denke mal, ein, zwei Monate wird es nur noch dauern, Freunde. Wir können natürlich auch hier unseren eigenen Zombie sogar bauen. Guck mal, wie das aussieht. Das heißt, erstmal hier so die Füße, dann die Beine, Freunde. Dann haben wir hier als nächstes nochmal hier, zack, der Oberschenkel. Und jetzt hier schon mal die Hüfte, Bob, Oberkörper. Dann nehmen wir hier nochmal der Arm, dann nochmal der andere Arm. Und hier nochmal hier die Hand vorne, so. Und zack, nur die Fingernägel. Und jetzt, Freunde, nur der Kopf. Und schon haben wir unseren eigenen Zombie quasi gebaut. Und der wird jetzt quasi die ganzen Leute angreifen. Wir können natürlich aber auch die anderen Leute hier selber angreifen mit solchen Sachen hier. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel Bob, so einem komischen Ding hier, werden wir jetzt hier von den Leuten anscheinend irgendwas raussaugen. Ich glaube, die Seele oder so. Oder irgendwas machen. Und zack, haben wir jetzt hier rausgesaugt. Jetzt haben wir davon wieder neue Credits bekommen. Wir haben jetzt gerade 540 Credits. Und mit diesen Credits können wir anscheinend wieder neue Sachen kaufen. Zum Beispiel wie das hier eine Research-Station. Also eine Forschungsstation. Und jetzt wird hier so geguckt, wie können wir am besten die Zombies so, gut weiterlaufen lassen. So, aber das heißt, wir können jetzt hier auch zum Beispiel mal so einen normalen Zombie-Spawner nochmal hinpacken. Das heißt, hier haben wir erstmal einen Zombie-Spawner und hier jetzt noch einen. Und je mehr Zombies hier halt spawnen, desto mehr Zombies werden wir auch haben und dann desto mehr Leute werden wir nachher auch essen. Wir haben jetzt hier nochmal ein paar andere Sachen, die wir uns kaufen können. Zum Beispiel noch so ein Outfit oder so. Oder vorne noch so ein paar Wände. Oder nochmal Zombie-Experimente. Ich würde sagen, wir holen uns mal ganz kurz für 150 Credits so Zombie-Experimente, dass unsere Zombies hier nochmal ein bisschen besser gemacht werden, weil wir wollen natürlich auch, dass wir die besten Zombies haben. So, wir können hier vorne zum Beispiel noch einmal ganz kurz so einen Globus kaufen, hier für 100 Credits. Zack, hier ist unser Globus am Start. Und mit diesem Globus, ich weiß gar nicht, was können wir mit dem Globus machen, Freunde? Irgendwie bringt der gerade, oh, ich glaube, der Globus war eher so ein bisschen Deko, ne? Aber kein Problem, ich glaube, wir müssen da erstmal unsere Wände bauen, so. Hier, unsere Zombies, los, komm, Zombies, macht jetzt hier genau, beißt die alle kaputt, dass wir mehr Credits und so bekommen. Ich glaube, wir müssen einfach mehr Zombies bekommen. Hier nochmal ganz kurz, so. Man kann, anscheinend kann es auch noch so riesengroß werden, wie man da vorne auch sehen kann. Das heißt, unsere Basis könnte mega, ey,
Och, guck mal, die fallen doch auseinander. Das heißt, die bleiben auch nicht für ewig da. Ich würde sagen, Freunde, wir holen uns jetzt erstmal ganz kurz ein paar Credits. Und zwar, ich würde sagen, so 1000 Credits für 200 Robux. Ist auf jeden Fall ganz schön teuer. Aber eine kleine Finanzspritze auf jeden Fall für den Anfang. Jetzt haben wir 1200 Credits. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal ganz kurz, dass wir mal hier die Wände bauen. Weil ich glaube, mit diesen Wänden, zack, sollten wir schon mal weiterkommen. Und wie man es sehen kann, ja, haben wir schon mal unsere kleine Wand hier gebaut. Jetzt können wir zum Beispiel auch hier nochmal ganz kurz so eine Treppe bauen. Oder wir können auch erstmal eine Tür bauen, damit hier keiner rein kann. Ich würde sagen, die Tür ist jetzt gerade noch nicht so wichtig. Hier sind gerade noch nicht so viele Leute, die jetzt irgendwie da sind. Wir können aber auch so ein, ey, wir können hier so einen Exploding Zombie Spawner kaufen, Leute. Für 499 Robux. Also das werden wir vielleicht noch machen, wenn hier anscheinend die ganze Zeit Zombies laufen und die werden dann explodieren. Also das finde ich auf jeden Fall schon mega cool. Hier nochmal ganz kurz so einen Weg bauen. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier schon mal so ein paar Wege. Hier haben wir nochmal so einen Zombie, dass hier nur die Zombies durch können. Das heißt, anscheinend ist jetzt so ein Weg, wo nur die Zombies durch können. So, dann haben wir hier nochmal irgendwo genau die Treppen. Ich würde aber sagen, doch, wir holen uns aber ganz kurz hier die Treppen, Freunde, für 300. So, Treppen sind gekauft und eine zweite Etage können wir dann theoretisch auch schon gleich kaufen. Wir müssen dafür halt einfach nur nochmal ein bisschen mehr Credits haben. Und ja gut, 1000 Credits kostet. Das ist auf jeden Fall schon ganz schön teuer. Vielleicht sollten wir uns doch mal, pass auf, wir machen das jetzt so. Wir kaufen uns jetzt schon mal den explodierenden Zombie-Spawner für 500 Robux, Freunde. Was wirklich teuer ist. Aber zack, der explodierende Zombie-Spawner ist jetzt hier gekauft. Und anscheinend kommen jetzt hier auch Zombies raus, die dann wirklich explodieren. Ich bin jetzt mal gespannt. Hallo, Mr. Zombie. Kommst du ja auch nochmal raus? So, wir haben auch noch... Oh, hier. Das ist der Zombie, Freunde. Oh Gott. Guck mal hier, wie er rennt. Alter, wie der Zombie einfach rennt. Und... Oh, oh, er geht zu einem hin. Er geht zu einem hin. Und jetzt, er geht... Oh, oh, direkt der Nächste. Direkt der Nächste. Oh, ey, wir kriegen jedes Mal hier auch für den 70 Credits, ne? Das ist ja echt schon mal richtig viel Geld, was wir denn schon bekommen. Schon mal mega, mega gut. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns hier dann nochmal ganz kurz so eine Station hin, so, dass wir noch einen Typen haben, der für uns arbeitet, weil er wird jetzt immer so gucken, dass er noch mehr Zombies entwickelt, die noch viel, viel besser werden. Ich würde aber sagen, wir holen uns mal ganz kurz 1000 Credits, weil wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Geld brauchen für... Oh, jetzt kriegen wir aber richtig viel, ne? Jetzt kriegen wir gerade allgemein richtig viel Credits. Ich glaube, wir brauchen uns auch gleich gar nicht mehr so viel kaufen. Wir können auch Oh, wir können die Zombies verbessern, Freunde. Das ist ja jetzt erst. Guck mal, wir können jetzt anscheinend hier, das sind normale Zombies, die sind noch abgesperrt. Vielleicht sollten wir die doch erstmal upgraden. Guck mal, wir können jetzt hier die Geschwindigkeit upgraden oder die Lebensdauer. Ich würde sagen, wir machen die Geschwindigkeit ein bisschen hoch, so. Das kostet uns dann, glaube ich, Credits. Na, Lebensdauer nochmal ein bisschen hoch machen, so. Und Gesundheit auch nochmal hoch machen. Alter, hat das jetzt alles Credits gekostet? Nee, es hat gar nicht Credits gekostet. Was hat denn das jetzt, oder? Hat das, warte mal, doch, oder? Das kostet, glaube ich, Credits. Ja, okay, doch, das kostet Credits, okay. Ich wollte gerade schon sagen. Also unsere Zombies sind schon mal nicht schlecht. Das ist jetzt das Nächste. Vielleicht sollten wir erstmal auf die hier sparen. Das heißt, eine zweite Etage kaufen. Und hier oben dann vielleicht nochmal ein paar bessere Zombies bauen. So, hier so einen kleinen Zombie-Weg hinbauen, so. Und dann können wir, oh, wir können hier noch mehr Zombie-Spawner hinbauen. Guck mal, hier so ein Runner-Zombie. Dann noch so ein, nochmal so ein Runner-Zombie. Nochmal ein Runner-Zombie. Alter, das heißt, wir können hier nochmal drei verschiedene, weg mit dir. Weg mit dir. Will er mich angreifen, Freunde? Ich weiß nicht, will er mich, ey, oh Mann, ey, hätte ich das gewusst, dass, ey. Ich sag's euch, ich räche mich an dem noch, ne? Okay, vielleicht sollten wir doch lieber hier so eine Tür kaufen, dass er nicht rein kann. So, jetzt hier, komm. Hier, hol uns den, Freunde. Och Mann, aber er kann ja nicht mehr raus. Das ist das Gute, er kann ja nicht mehr raus. Haha, yeah, und weg mit dem. So muss das nämlich. Tja, jetzt habe ich hier meine Tür gekauft. Jetzt kann hier keiner mehr rein. So leicht geht's auf jeden Fall. So, ich würde mal sagen, wir gehen nochmal ganz kurz hoch und kaufen jetzt schon mal hier den ersten Runner-Zombie für 500. Das heißt, der wird jetzt hier quasi losrennen gleich und dann unten richtig Radau machen. Und unser, ey, guck mal, unser Zombie, der hier rumrennt, ne? Bups, wieder explodiert. Das ist halt so cool, ne? Das ist halt mega cool. Ich würde mal sagen, wir holen uns nochmal ganz kurz nochmal 1000 Credits, weil ich einfach, Leute, ich möchte jetzt einfach hier so kommen, nochmal gekauft. Ich möchte einfach ganz hier so nochmal so einen Runner-Zombie haben. Hier nämlich $57. Nochmal einen Runner-Zombie. Der sollte dann nämlich auch relativ schnell dann auch wieder loslaufen. Wir können auch zum Beispiel so einen Lab-Cutter und so kaufen. Dann hier vorne noch. Oh, guck mal, da laufen sie los. Guck mal hier, wie der losläuft, Freunde. Der ist dann mega, mega schnell unterwegs. Hier, das ist unser erster Runner-Zombie, glaube ich. So, jetzt rennt er hier quasi. Oh, der springt hier einfach runter
und schnappt jetzt hier den einfach babs und isst den auch einfach auf. Alter, wie cool ist das denn? Wir können jetzt hier, glaube ich, unten. Erstmal kommen wir hier nochmal ganz kurz. So, den zweiten Runner. So, wir können jetzt auch hier unten, glaube ich, auch die Runner-Zombies nochmal verbessern. Vielleicht sollten wir nochmal gucken, ob wir vielleicht unsere Explodierenden auch nochmal verbessern können. Das war, glaube ich, genau, das war hier. Zombies verbessern und dann haben wir hier einmal, genau, Läufer-Zombie. Oder, genau, okay, das heißt, wir kriegen danach noch zwei normale Zombies. Also, würde ich mal sagen, denn hier... Bub, bub, bub. Alles einmal ganz kurz ein bisschen besser machen. So. Wir haben auf jeden Fall noch ordentlich Credits am Start. Wir können auf jeden Fall hier vorne auch nochmal, ich glaube, selber nochmal auf Leute raufgehen, ne? Ey, vielleicht sollten wir uns auch noch so einen Cyborg-Zombie kaufen. Aber es kostet 800 Robux. Das ist ganz schön teuer. Ey, guck mal hier. Wie der Alter wieder auf die losrennt. Das ist ja so verrückt. Guck mal hier auch der Runner-Zombie. Bats. Guck mal, die können sich ja gar nicht. So viele Leute sind hier gar nicht genug, ne? Wir kriegen hier schon wieder zu viel Geld, ey. So, ich würde mal sagen, wir geben jetzt mal ganz kurz unser Geld aus. Wir kaufen erstmal hier so ein paar Lichter hier drin, dass es ein bisschen heller hier drin ist. Dann holen wir uns mal ganz kurz so ein, ja, so ein Outfit, dass wir auch so aussehen wie einer, der auch Zombies herstellt. Wir müssen uns ja auch ein bisschen tarnen, ja. Das heißt, wir haben schon mal so ein cooles Outfit uns gekauft. Hier können wir nochmal so Wände, was war das? Ach, hier, guck mal, die ganzen Kabel. Dass wir so Kabel an der Wand haben. Damit das auch nochmal alles sehr, sehr seriös aussieht. Damit ihr auch sehen, okay, gut, wir haben hier sehr, sehr viele Zombies am Start, ne? So, also wir können jetzt hier auch zum Beispiel hier vorne, genau, so eine kleine Station wieder kaufen. Oder natürlich auch wieder Wände für 900. Ich würde mal sagen, so ein Lab-Cutter für 300 Credits sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also das sind jetzt hier die Lab-Cutter. Ich weiß gar nicht, was die hier auch groß bringen. Bringen die einen auch irgendwas oder sind die einfach nur da? So, wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, gleich Wände zu kaufen. Oh Gott, guck mal hier, wie die hier losrennen, Freunde. Auf wie viel Credits wir unten immer bekommen. Guck mal hier, direkt schon wieder der nächste Runner-Zombie. Ey, das ist so cool, ne? Und wir müssen jetzt hier noch ganz kurz ein bisschen warten. So, hier werden jetzt die auch wieder gegessen. Bob, er explodiert. Und jetzt haben wir hier schon fast wieder genug Geld. Oh komm, noch fünf Credits, Freunde. Und perfekt, wir können jetzt hier die Wände nämlich kaufen. Und mit diesen Wänden ist auf jeden Fall schon nochmal unsere Zombie-Station mega, mega groß gebaut. Lassen wir ganz kurz hier so eine Research-Station kaufen für 250 Credits. Hallo, 250 Credits. Auch 10 fehlen es noch. So, jetzt hier. So, also das sind jetzt hier die Runner-Zombies. Das heißt, Blitz plus Zombie ist gleich schnell. Hier sind noch so ein paar andere Sachen. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Geld. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Vielleicht sollten wir dann nochmal unsere Sachen. Oh, wir können natürlich auch eine Treppe kaufen, ne? Oh, Freunde. Eine Treppe wäre eigentlich. Komm, ich würde mal sagen, wir holen uns mal ganz kurz hier die Treppe. So, hier, zack, Freunde, Treppe ist gekauft. Und dann können wir gleich die dritte Etage kaufen. Für 2000 Credits. Ist auf jeden Fall ordentlich teuer. Das wird auf jeden Fall dann gut Geld kosten. Aber alles kein Problem, Freunde. Wir machen das jetzt so. Wir sparen unser Geld. Vielleicht sollten wir, und ich glaube, wir sollten, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Geld kaufen, oder? Ich glaube schon. Komm, Leute, wir kaufen nochmal ganz kurz. Was ist, wie viel kosten denn 5000 Credits? Oh, kostet 1000 Robux. Ne, das ist immer zu teuer, Freunde. Das ist wirklich teuer. Was sind das denn hier auch für Waffen? Wir können Nahkampfwaffen auch kaufen. Oh, wir können auch eine andere Sonde kaufen. Guck mal hier. Eine Sonde für 750 Credits. Oh, Alter. Das heißt, oder hier eine Minigun, Jetpack. Ey, wie cool ist das denn? Eine RPG. Wir können auch Minispiele holen. Dass wir so sagen, Zombie-Verteidigung und so. Also wir können auf jeden Fall hier anscheinend auch noch einen zweiten Part raushauen. Also hier werden wir jetzt einfach so machen. Wir haben jetzt wieder 1000 Credits. Wir holen uns jetzt lieber erst hier wieder so ein paar Sachen, dass wir die dritte Etage bauen. Deswegen komm, ich mache das so, Freunde. Ich kaufe jetzt hier 1000 Credits nochmal für 200 Robux. Damit wir auf jeden Fall schon mal die zweite Etage bub hier bauen können. Und, oh, der Zombie-Weg kostet 500. Das ist eigentlich voll in Ordnung. Hier kostet die nächste Wand wieder 1000 und... Ja gut, das ist ja auch nur der Weg, ne, den wir jetzt hier bauen. Auch relativ ärgerlich. Ich würde mal sagen, so, Zombies da unten verrichtet wieder gute Arbeit. Wir haben jetzt hier genug Geld gesammelt für den Zombie-Weg. So, der Zombie-Weg ist gesetzt und oh mein Gott, Hulk-Zombie. Was? Hulk-Zombie 2500? Ey, das ist ja mega, mega teuer, muss ich sagen. Ey, Freunde, das ist ja mega, mega teuer. Also wir müssen jetzt wirklich 1500 sparen für einen Hulk-Zombie. Alter Schwede. Ach komm, was soll's. Dann holen wir uns doch mal hier den Cyborg-Zombie-Spawner für 800 Robux. Alter Schwede, wie viel Geld wir jetzt schon diese Folge ausgegeben haben. Aber der Cyborgs, hier, der Cyborg-Spawner, ich glaube, da kommen heftige Zombies raus. Ich möchte nämlich mal sehen, wie die Cyborg-Zombies aussehen. Guck mal, jetzt hier kommen. So, oh, ey, wow. Ach, und wenn wir jetzt weiter vordringen, das heißt, wenn die Zombies weiter vordringen, den kriegen wir dadurch noch mehr Geld. Das heißt, für die Polizei und so kriegen wir einfach noch mehr Geld. Guck mal hier. Das hier ist der Cyborg-Zombie. Guck mal hier, der Cyborg. Ja, Cyborg, lauf. Los, Cyborg-Zombie. Hol sie dir alle. Schnapp sie, den Tiger. Mal gucken, was macht der jetzt hier. Oh, so, komm. Oh, guck mal.
Lol. Ey, was? Hat der Cyborg... Guck mal hier. Was macht der denn jetzt da? Bob, einfach den Typen hier... Oha. Das ist doch voll heftig, Freunde. Hier, guck mal. Zack, hat er sich die SWAT-Einheit geholt. Oh, der wurde aber selber abgeschossen. Na gut. Also, Freunde, wir gehen jetzt hier wieder. Wir haben jetzt 1000... Oh, wir haben 1900 Credits. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Wir können jetzt hier nämlich den Hulk-Zombie holen. Oh, ich bin gespannt auf den Hulk-Zombie, Leute. Da bin ich jetzt mal mega gespannt. So, komm, wir gehen jetzt hier mal hoch. Und holen uns jetzt mal hier unseren ersten Hulk-Zombie-Spawner. Haha. Gut, jetzt haben wir auch schon wieder 1000 Credits bekommen. Was wieder schon relativ viel ist. Wir können natürlich das auch jetzt wieder in eine Wand investieren. Aber die Wand ist gerade nicht so sicher. Das muss jetzt alles in die Zombie-Spawner rein. Die doch loslaufen und so. Eieieiei. Okay, komm, jetzt ein bisschen mehr Geld. Genau, der nächste kostet nämlich 2000 Credits. Darauf können wir eigentlich noch ganz kurz warten. Wäre auch cool, wenn wir hier von oben... Oh, oh, warum schießt meine Waffe so nach oben, Alter? Gut, keine Ahnung. So, jetzt haben wir fast die 2000 Credits erreicht, dass wir uns den nächsten Hulk-Zombie-Spawner kaufen können. Wir hier, wie die da vorne alle abgehen, Alter. Vor allem unsere Cyborg-Zombies. Die holen sich auch hier die SWAT-Einheiten und so. Das ist ja mega, mega heftig. So, 2000 Credits. Oh, Leute, das ist unser Hulk-Zombie. Guckt euch mal Hulk-Zombie an. Yo, okay, Hulk-Zombie, zeig allen, was du drauf hast. Ich bin mal gespannt. Alter Schwede. Gut, der Hulk-Zombie ist natürlich nicht besonders schnell. Können wir jetzt eigentlich noch unsere Zombies ein bisschen verbessern? Das ist unser Läufer und das ist Hulk. Und Hulk ist natürlich sehr, sehr langsam. Ne? Das heißt, wir können jetzt so sagen, dass der Hulk nochmal ein bisschen schneller sein soll. Nochmal ein bisschen schneller und nochmal ein bisschen schneller. Das heißt, der Hulk ist auf jeden Fall schon mal, wie man sehen kann, fast so schnell wie die anderen. Ja gut, okay, also da oben kommt schon der zweite. Aber ey, guck mal. Ey, wie viel? Ey, wir haben jetzt gerade voll die Zombie-Armee. Guck mal hier, wie die durchlaufen. Nein, die werden doch alle... Nein, die werden alle abgeschossen. Die brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Leben. Guck mal hier. Oh, oh, wird unser Hulk-Zombie sich durchsetzen? Ah, ah, ah. Nein. Wow, unser Hulk-Zombie ist den. Guck mal hier. Und jetzt Hulk-Zombie auf ihn. Nein, er wurde auch noch gekillt. Ich glaube, wir brauchen mehr Gesundheit. Oh, da kommen jetzt schon zwei Hulk-Zombies. Ich glaube, wir brauchen mehr Gesundheit. Komm, lass uns mal ganz nach oben gehen und uns dann einfach mal noch ein Hulk-Zombie kaufen. Oh, Junge. Das wird auf jeden Fall ein mega, mega Spaß jetzt hier mit dem dritten Hulk-Zombie-Spawner. Wir haben jetzt nämlich hier, zack, nochmal 2500 Credits. Eieieiei, jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich was geholt. Wir können jetzt sogar schon nochmal die Wände kaufen. So, zack, Wände sind gekauft und wir können jetzt sogar, lol, wir können ja einen Balkon kaufen oder noch weitere Treppen. Was? Hier geht's noch weiter, Freunde. Guck mal hier, unsere ganzen, die ganzen Hulks da vorne. Wie die Hulks. Oh, die werden aber alle, oh, obwohl, nee, die setzen sich durch, Freunde. Ja, die setzen sich da vorne durch. So will ich das sehen. Sehr, sehr gut. Guck mal hier. So, und der Hulk gönnt sich den nächsten. Ich würde mal sagen, wir holen uns mal ganz kurz hier so einen Balkon. So, der Balkon ist geholt. Das heißt, haha, ich bin der Herrscher von den Hulk-Zombies. Und von den anderen Zombies. So muss es auf jeden Fall. Wir können auf jeden Fall... Ich glaube, warte mal. Schaltfähig anzeigen. Wir können nämlich... Oh, es gibt noch einen Zombie. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal hier die nächste Etage. Und zwar für 900 Credits. Holen wir uns nochmal hier die nächsten Stairs. Oh, Leute. Das wird heftig. Zack. Die Stairs sind gekauft. Und na gut, okay. Die vierte Etage. Die kostet leider nochmal ein bisschen mehr Geld hier. 2500 Credits. Eieieiei. Aber danach wird, glaube ich, unser Haus so hoch sein wie die anderen. Ja, und dann werden wir auch das letzte Zombie-Teil freischalten. Dann kaufen wir jetzt hier mal die vierte Etage für 2500 Credits. Und jetzt hier nochmal ganz kurz den Zombie-Weg. Und Alter, der Stalker-Zombie-Spawner. Der Zombie-Spawner 4000. Ich will auf jeden Fall sehen, wie der Stalker-Zombie-Spawner aussieht. Wir brauchen noch 500 Credits dafür. Aber alter Schwede, ist das hier heftig, Freunde. Holy moly. Ich würde mal sagen, wir machen das dann jetzt so. Wir, pass auf, wir haben jetzt fast, ja, noch 200 Credits. Dann haben wir den Stalker-Zombie, Leute. Ich bin gespannt. Und... Ja, 3000 Credits. Das ist jetzt hier der Stalker-Zombie. Mal gucken. Wieder hier. Oh, als ob. Oh mein Gott. Ey, wird das hier gleich rausgelaufen kommen, oder was? Leute, ich glaube, da wird hier gleich rausgelaufen kommen, ne? Oh, Stalker-Zombie. Bist du, guck mal, der Hulk ist voll langsam. Jetzt kommt der Stalker. Mal gucken, ob das schnell ist. So, Stalker, bist du schon am Start? Da ist er! Wow, der ist echt mega schnell, Freunde. Der ist echt mega, mega schnell. Jetzt können wir auf jeden Fall in Ruhe hier mit den Stalker-Zombies heftig viel Geld verdienen, Freunde. Das
Wir bauen uns heute unseren eigenen Wolkenkratzer. Ja, okay. Pass auf, wir können uns jetzt hier einmal ganz kurz, zack, Einspruch nehmen. Das ist jetzt hier mein Wolkenkratzer. Und wir können auch schon loslegen. Hier können wir so ein paar Sachen kaufen. Ich glaube, hier irgendwo muss hier 0 sein oder so. Ich weiß auch gar nicht, wo unser Geld steht. Doch, unten rechts ist unser Geld. Wir haben 1000. So, dann kaufen wir uns hier mal einen Dropper, Freunde. Denn hier auch nochmal hier einen Dropper. Dann können wir uns hier auch nochmal einen Dropper kaufen. Noch einen Dropper. Beziehungsweise, warum werden die denn hier jetzt nicht gekauft? Ich glaube, dafür haben wir nicht genug Geld, Leute. So, jetzt hier. Genau. Ah, okay. Das Geld aktualisiert ein bisschen langsamer. Okay. Wenn wir jetzt noch 500 Dollar, dann haben wir uns hier noch eine Förderwand. Okay. Oh, sieht auch sehr gut aus. 200 Dollar haben wir jetzt noch. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns hier auf jeden Fall eine Wand. Weil hier sind noch andere Spieler mit drin. Und diese anderen Spieler, die können uns natürlich auch umbringen. Und da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass sie uns hier nicht irgendwie holen oder so. Jetzt haben wir hier noch einmal den Polierer für 25. Nehme ich gerne mit. Und wir könnten einen Mal-3 Upgrader für 150 Robux kaufen. Ich würde mal sagen, Freunde, das Ganze machen wir mal, okay? Also wenn ihr natürlich mehr von solchen Folgen sehen wollt und allgemein, dass ich halt auch mal ein bisschen was reinbezahle, dann probiert auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button. Dann werde ich das auf jeden Fall immer machen, Freunde. So, wir haben jetzt noch 190 Dollar und ihr seht schon, ist ein bisschen wenig. Ich glaube, wir müssen hier genau, zack, 3000 Dollar kriegen wir jetzt auch hier. Wir können auch einen Auto-Collector, den könnten wir anmachen. Dann würde er, ach, guck mal, der kostet auch wieder Geld. Na, Leute, nee, so nicht mit mir, Leute, so nicht mit mir. So, den Purifier holen wir uns auf jeden Fall jetzt auch nochmal hier. So, zack, für 350 Dollar. Denn wir müssen natürlich auch ein bisschen so die Infrastruktur erstmal aufwerten. Dass wir natürlich hier, zack, auch nochmal so, sie haben nochmal den Dev-Convier. Dass wir natürlich auch schon ganz viel Geld dann von alleine verdienen, weil ich kann ja nicht immer durchgehend was kaufen. So, okay, uns fehlt sogar schon wieder 2500 Dollar. Ich würde mal sagen, wir holen uns hier, zack, wieder neues Geld und gehen mal erstmal hin und upgraden mal hier ein bisschen so die Wände. Ne? Jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Privatsphäre. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir können jetzt hier nochmal die Wände weiter upgraden und noch weiter und weiter. Es wird natürlich nachher ein Hochhaus, Leute. Ein Wolkenkratzer wird das Ganze. Förderwände können wir jetzt hier noch kaufen. Oh, und diese Förderwände, ich glaube, diese Förderwände bringt auf jeden Fall auch nochmal ganz, ganz viel. Jetzt haben wir hier noch an der Seite einen Pistolengeber, Kernenergie kaufen für 7500 Dollar oder noch mehr Förderwände aufrüsten. Ich würde mal sagen, Leute, wir kaufen jetzt mal hier die Kernenergie und dafür müssen wir wieder ein bisschen Geld hier holen. So, zack, Geld geholt und jetzt geht's hier zur Kernenergie, 7500 Dollar und jetzt haben wir hier nukleare Power. Also wenn wir uns, ich glaube, diese Kernenergie ist ein bisschen zu heftig. Also da sollten wir, glaube ich, nicht unbedingt nochmal raufgehen. So, jetzt haben wir noch andere Möglichkeiten. Einmal den Dropper zu upgraden für 1000. Alles klar. Das heißt, jetzt haben wir hier so einen kleinen Chip oder so drin. Dann können wir auch hier den Dropper upgraden für 2500. Und dann auch nochmal für 5000 den ganzen upgraden. Alter, Leute, das wird auf jeden Fall jetzt hier uns richtig, richtig viel Geld bringen. Jetzt hier sogar schon 10.000 Dollar. Und jetzt werden wir uns auf jeden Fall noch hier einen zweiten Bereich kaufen. So, hier können wir nämlich hochklettern hier beim zweiten Bereich. So, mit der Leiter. Und können es dann hier auch schon im zweiten Bereich richtig, richtig viel kaufen. Ich meine, ich sehe es hier einfach, wie viel wir uns hier kaufen können. Ein Nukleardropper für 2 Millionen Dollar. Und allgemein noch so ein Upgrader, Kernkraft für 199 Robux. Alter, hier wird es auf jeden Fall richtig, richtig heftig abgehen. Wir gehen mal hier runter, holen uns mal wieder ein bisschen neues Geld. 12.000 haben wir schon wieder. Ich würde mal sagen, von den 12.000 holen wir uns hier einmal, zack, den Death-Dropper. Der wird, glaube ich, sogar von oben, der wird sogar, glaube ich, oben sein. Und dann auch mal hier den Upgrade-Dropper. Das heißt, dass wir den Dropper hier nochmal ein bisschen upgraden. Und jetzt können wir sogar schon, ich würde mal sagen, Leute, das dauert mir alles ein bisschen zu lange mit dem Geld. Lass uns mal ganz kurz gucken, was wir hier noch so machen können. Bargeldbonus. Ich glaube, ja, okay, nee, wir passen mal auf hier. Wir gehen mal aufs Geschäft und dann können wir hier 50.000 Cash kaufen. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns mal 1 Million. 1 Million kostet 125 Robux. Das ist wirklich irgendwie gefühlt gar nichts. So, und der Shop wird wieder geclosed. Und jetzt, Leute, haben wir 1 Million Dollar. Ihr seht es unten rechts. Und jetzt können wir hier ein paar Sachen kaufen. Und zwar einmal Teleportzimmer kaufen für 100.000. Nur Besitzer kaufen Tür. Das heißt, jetzt kann ich die zumachen oder aufmachen. So, jetzt mache ich die aber mal zu, dass hier keiner reinkommt. Und dann können wir auch schon hier die Wände besser upgraden, Leute. Die Wände müssen geupgradet werden hier. 5.000. 10.000, 25.000 und immer weiter, 50.000. Das heißt, es geht immer höher, wie ihr sehen könnt. So, aber hier nochmal den Nuklearkonvier kaufen. Dann nochmal hier die Wände aufrüsten. Ich glaube, jetzt haben wir sogar alles hier unten gekauft, was wir uns unten kaufen können. Außer jetzt natürlich diese Pistolgeber. Komm, holen wir uns auch mal die beiden Sachen. Zack. Und Rocketgeber. Das heißt, wir können jetzt hier zack und zack einen Raketenwerfer einfach holen, ja. Wir haben jetzt hier so einen Raketenwerfer und dann noch eine Pistole. Aber ich würde mal sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf das Bauen. Wir wollen natürlich hier das heftigste Hochhaus haben, was es in ganz Roblox gibt. So, ich würde mal ganz kurz gucken hier. Wir haben noch einmal die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier hochgehen. So, zack. Okay,
Oh mein Gott. Und dann sogar schon eine dritte Etage gebaut, je höher man die Wände baut. Okay, warte mal. Wir gehen mal ganz kurz so hier hoch und springen mal hier weg. Okay, jetzt können wir uns hier auf jeden Fall auch wieder einen Dropper holen. So eine Nuklearmine kaufen, einen Mega-Dropper, dann nochmal einen Mega-Dropper, noch einen Mega-Dropper. Eine Waffe können wir uns kaufen. Hier, Waffe und Waffe. Oha. Also, dann haben wir jetzt hier so eine Bison und so eine MP5. Leute, das geht ja mal richtig ab jetzt hier. Okay, noch einen schnellen Dropper für 4000. Förderwände. Noch mehr Förderwände. Noch einen Dev-Upgrader. Und dann noch einen schnellen Dropper für 8000. Dann wird hier auf jeden Fall alles runtergemacht. Unten, damit das halt... Oh mein Gott, Leute, ihr seht ja schon, wie heftig schnell das jetzt hier alles abgeht, ne? So, 1 Million kostet das hier, so Nuklear-Drill und Nuklear-Dropper zu kaufen. Ist ein bisschen viel Geld, muss ich sagen. Wir können uns hier wieder die Floor-Extension weiterkaufen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal hier den Bereich fertig, bevor wir uns hier noch irgendwie eine andere Wand kaufen. Und hier können wir natürlich dann... Gut, hier können wir die Wände weiterkaufen. Iron-Drill für 25.000 Dollar. Oha, Leute. Dann Smaragd-Bohrer. Oh mein Gott, Saphire-Drill-Bohrer. Oh, Leute, was da alles rauskommt. Alter Schwede, das wird uns, glaube ich, richtig viel Geld geben, ne? Dann Ruby-Drill. Und dann auf jeden Fall noch einmal den Goldbohrer. Oha, und jetzt haben wir auch nur noch 100.000 Dollar. Also das ist alles ganz schön teuer gewesen. Aber ich glaube, jetzt sollten wir ein bisschen Geld haben. 170.000, das ist in Ordnung, Leute. Das ist in Ordnung. Das holen wir uns jetzt hier auf jeden Fall auch gerne. Und wir können uns hier einmal... Achso, hier können wir donaten. Und dann können wir hier nochmal sehen, wie schnell das jetzt alles hier abgeht. Ne? Ich meine, jetzt haben wir schon wieder 16.000 Dollar. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hoch. Zack, auf die Etage. Und jetzt können wir hier uns eine vierte Etage kaufen. Aber erstmal die Wände hier upgraden. 100.000. Oh, das habe ich jetzt zweimal aus Versehen gemacht, weil ich da zweimal rübergelaufen bin. Na toll. Okay, Leute, ich mache nochmal. Wir holen uns hier nochmal 1 Million Dollar. Ich glaube, 1 Million Dollar, damit sollten wir gar nicht mal so lange jetzt auskommen. Hier wieder closen. Wir holen uns jetzt mal hier den vierten Bereich. Das heißt, die Leiter wird jetzt noch mal erhöht. Und dann lass uns hier hochgehen. Zack. Und... So, jetzt hier oben rauf und jetzt können wir hier, oh Leute, jetzt wird es richtig, richtig abgehen hier. Das kostet jetzt hier schon 48.000 Dollar, so ein Förderband. Dann noch hier so ein Amethyst Reaper Drill, so 275.000. Leute, das wird ja richtig, richtig teuer jetzt hier, mein Hochhaus, mein Wolkenkratzer. Aber guck mal, wie groß wir schon sind. Wir sind, glaube ich, schon die größten im ganzen Server. Außer der Typ neben mir, der macht uns Konkurrenz. Der muss auf jeden Fall ausgelöscht werden. So, jetzt hier Amethyst Reaper Drill auch noch kaufen. Und jetzt wird es richtig teuer. Ihr seht hier, Leute, jetzt wird es richtig, richtig teuer. Und aufpassen. Hier nochmal Förderwände für 125.000 Dollar. Und jetzt haben wir auch schon wieder kein Geld. Das kann doch nicht angehen. Ich würde mal sagen, Leute, wir kaufen uns 1 Milliarde. Für was? Für 499 Robux. Das ist richtig teuer. Aber ich mache es jetzt für euch, Freunde. Zack, haben wir jetzt 1 Milliarde. Und das ist wirklich sehr, sehr teuer, Leute. Ich mache es jetzt wirklich gerade für euch. Das ist... ganz schön teuer, aber was soll's, ich mache das jetzt hier wirklich, wie schon zum dritten Mal gesagt, alles für euch. So, jetzt hier 480.000 Dollar, dann 500.000, ihr seht schon, unser Geld wird einfach unten überhaupt nicht weniger. Wir sind jetzt hier gerade richtig, richtig am Abgehen. Wir können jetzt hier alles Mögliche kaufen, was wir wollen, ne? Hier, zack, die Lights kaufen, dann hier noch Floor Extension, dann geht's hier noch weiter, Förderband, Equalizer, 5 Millionen kostet das Ganze hier. Zack, komm, guck mal, wir können jetzt einfach hier überall rüberlaufen. Zack, Leute, oha. Legendary Dropper, oh mein Gott, das wird hier ja richtig abgehen. So, die Waffen, die brauchen wir nicht. Wir können uns hier auch... Huch, oh, wir sind schon wieder reingelaufen. Dürfen natürlich nicht in diesen Nuklear-Dropper da reingehen oder was auch immer da ist. So, aber wir haben jetzt hier schon auch... Leute, guck mal, wie viel Geld wir jetzt hier schon bekommen. 600.000. Oh, ich hätte mir direkt am Anfang diese 1 Milliarde holen sollen. Dann wären wir jetzt schon richtig weit gewesen, ne? So, gucken wir jetzt ganz kurz. Wir können hier den auch ein bisschen erweitern. Dann können wir hier den Nuklear-Drill. Dann hier nochmal, zack, die ganzen Dropper. Einfach rüberlaufen, Freunde. Einfach hier rüberlaufen. Oh mein Gott, ey, das ist ja wirklich nicht mehr normal. So, jetzt hier, zack, 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 zack. Jetzt haben wir, glaube ich, alles gekauft. Ach komm, Nuklear-Drill und Nuklear-Dropper. Die beiden Sachen werden auch gekauft. Auf ganz entspannte Basis, Leute. Oh, wir haben jetzt schon... Also, jetzt wird es hier richtig abgehen. Jetzt hier nochmal die Lichter kaufen. Dann nochmal die Wände upgraden. Zack, Floor-Extension. Nochmal die Wände upgraden. Oh Leute, wir können jetzt die ganze Zeit die Wände upgraden, ne? Und ich glaube, das war's schon. Höher geht's, glaube ich, nicht. So, Waffen kaufen. Waffe. Hier wieder ein paar Dropper. Zack, 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 zack. Oha, ey, das ist ja übertrieben heftig. Und wir haben einfach noch richtig viel Geld. Wir haben gerade mal... Also 25 Millionen ausgegeben und wir haben uns einfach mal 1 Milliarde gekauft. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das nachher alles so teuer wird, aber so, Wände upgraden, weiterhin Wände upgraden, nochmal Wände upgraden. Leute, das ist ohne Spaß, es wird hier richtig, richtig hochgehen. So, jetzt haben wir hier alles gekauft, was wir hier oben brauchen und oh, bin einfach mal jetzt ganz runtergefallen.
Aber wir können uns hier noch Lichter kaufen. Lichter sind wichtig, Leute, weil mit diesen Lichtern, die geben uns dann eine richtig gute Aussicht hier drin. Vor allem von außen sieht das Ganze dann nochmal richtig, richtig gut aus. So, hier ordentlich hochgehen. Und hier können wir, glaube ich, auch... Ne, Lichter haben wir hier sogar schon gekauft. So, und ey, das kann doch nicht angehen, dass ich hier bei der Leiter immer runterfalle. Unser Wolkenkratzer ist einfach schon so hoch, dass ich hier einfach dann runterfalle. Okay, pass auf, wir upgraden jetzt hier wieder die Wände, Leute. Zack. Dann eine sechste Etage kaufen wir jetzt hier. So, Förderwand kaufen, Wände upgraden. Lichter kaufen, wieder eine Förderwand. Dann hier ein Helldropper für 800.000 Dollar. Oha, ey. Und dann noch ein Helldropper. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Oh mein Gott, Alter. Wie viel Geld wir ausgeben und wie viel wir jetzt hier einfach bekommen. Kernkraft können wir jetzt theoretisch schon wieder kaufen. Jetzt ist diese Etage auch schon gemacht. Alles klar. Dann hier wieder Wände upgraden. Wände upgraden. Förderer kaufen. Siebter Boden. Förderwände auch noch kaufen. Die kosten jetzt sogar hier schon 3,6 Millionen Dollar. Lichter kosten ja auch schon jetzt 800.000. Hier, Leute, Aquadropper für 3,7 Millionen. Für 5,5 Millionen. Leute, für 8 Millionen. Für 15 Millionen. Was? Wie teuer wird das jetzt, bitteschön? Ich glaube, unser Geld wird nicht mehr lange reichen, wenn es jetzt immer teurer und teurer wird, ne? Double Aqua Dropper, so jetzt hier. Oha, ey, das ist ja gerade nicht mal normal. Okay, ab geht's hier schon wieder auf die nächste Etage. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze gleich von außen aussieht. Das werden wir uns auf jeden Fall auch angucken. Jetzt hier nochmal die Wände upgraden. Zack, zack, zack. Okay, wieder die ganzen Wände upgegradet. Sehr gut. Die achte Etage ist jetzt sogar schon gekauft. Und guckt euch mal bitte schon diese Lichter hier an. Wie cool sehen bitte schon diese Lichter aus. So, Förderer kaufen für 5 Millionen. Und ihr seht schon, jetzt wird es teuer. Jetzt wird unser Geld nicht mehr lange reichen. Förderwand kaufen, Conveyor, der Drill, noch ein Drill, nochmal denselben Drill und nochmal. Und 30 Millionen Dollar kostet das Ganze jetzt hier. Oh mein Gott, hier auch nochmal. 15 Millionen, zack. 27 Millionen, zack. Und 48 Millionen. Oh, ey, jetzt haben wir einfach nur noch 600 Millionen, ne? Das ist gerade so viel Geld weggegangen, wie nichts Gutes. So, lass mal ganz kurz ganz nach unten gehen. So, wow, okay, ganz unten. Und jetzt haben wir hier sogar schon einfach, wie viel ist denn das? Das war einfach 10 Millionen Dollar, was wir da schon hatten, Alter. Das ist ja übertrieben viel Geld. So, lass mal ganz kurz gucken. Wir teleportieren uns jetzt mal hier in so ein Zimmer. Leute, warum sind wir hier in so einem komischen Zimmer? Wir können uns eine tropische Insel kaufen. Was? Oha, wir können uns sogar noch hier eine tropische Insel kaufen, wo wir noch weitermachen. Ich würde mal sagen, das behalten wir dann für den zweiten Part. Lass uns hier erstmal unser Hochhaus erstmal, ja, vielleicht sogar fertig bauen. Vielleicht reicht sogar das Geld. Oh, wir sind echt richtig, richtig weit oben. Na Leute, guckt euch das mal an. Und was? Hier ist irgendwo so ein, das ist ein Jet einfach. Oha. So, pass auf, wir upgraden jetzt hier nochmal die Wände. Und unten sind einfach Tornados. Da sind Tornados. Also wehe, der Tornado kann einfach meinen Wolkenkratzer kaputt machen. So, warte mal, lass uns hier nochmal die Wand upgraden. 7,5 Millionen. Dach kaufen. Wir haben jetzt die höchste Stufe erreicht, Leute. Das hier ist die höchste Stufe. 50 Millionen. Jetzt können wir ja auch noch ein futuristisches Alter. 100 Millionen Dollar kostet das. Was? Und jetzt, Leute, kosten die ganzen Sachen hier richtig, richtig viel Geld. Das ist ja unnormal. Warte mal, das kostet Verlängerung. 65 Millionen. Wir können ja einfach eine Verlängerung kaufen und die kostet auch 250 Millionen und so. Ey, das ist jetzt gerade aber wirklich ein bisschen zu teuer. Ich würde mal sagen, wir gehen stattdessen... oh mein Gott, wir können hier überall ein paar futuristische Sachen kaufen, ne? Ich glaube hier, wenn man jetzt hier gerade so geschaut hat, war das hier? Ne, ich glaube eine Etage höher war, glaube ich, hier. Ne, wo waren das jetzt? Doch, hier. Da, wir können jetzt die Sachen kaufen für 85 Millionen. Ein futuristischer Dropper für 85. Okay, zack. Und der hier. Oha, ich glaube, der wird uns richtig, richtig viel Geld geben. Komm, Leute, ich mache jetzt mal so. Ich glaube, für den zweiten Part, wir haben hier schon so viel gekauft. Lass uns jetzt mal hier dahin gehen, auf diese Insel. Ich möchte mal wissen, was wir hier in dieser Insel haben, dass man noch hier so groß kaufen kann. Noch einmal hier so ein Island Conveyor kaufen. Oha. Und jetzt zack. Schön hier geradeaus rüberlaufen. Alle Dropper kaufen. Bis zum geht nicht mehr. Oh, wie das einfach aussieht. Eine Personal Station. Was? Und jetzt. Oh. Einfach eine goldene Minigun. Hier. Ein goldener Raketenwerfer für 1 Milliarde. Was? Beacon können wir hier noch kaufen. Oha. Leute, das geht bis in die Luft. So, warte mal, wir können hier noch Spielereffekte kaufen. So, hier noch ein paar Spielereffekte. Noch mehr Spielereffekte. Spieler-Cloning, Spieler-Silt kaufen. Was ist denn das alles, Leute? Hier, wir gehen mal rauf, ein paar Spielereffekte. Ach, und dann sieht das Ganze so aus. Okay, das ist auf jeden Fall richtig verrückt, aber ich möchte das jetzt nicht mehr haben. Kann ich das auch wieder wegmachen? Leute, geht das jetzt auch wieder weg? Wir sind jetzt einfach mal so ein Riesenstrahl. Das ist ja unnormal. So, warte mal, wir können jetzt hier noch ein paar andere Dropper kaufen. So, Sandproducer. Leute, wir sind aus wie so ein leuchtender Regenwurm. Das ist ja unnormal. Guckt euch mich mal ein bisschen an. Ich sehe ja richtig, richtig verrückt aus. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alles gekauft, was man kaufen kann. Und jetzt checken wir nochmal ganz kurz unser Hochhaus, unser Wolkenkratzer von außen.
an. Hier einmal, zack, wir gehen hier rein. Und jetzt können wir von draußen gucken. Hier haben wir übrigens nochmal 38 Millionen, die wir mal eben so mitnehmen können. Und so, Leute, pass auf. Pass auf, weil ich gehe mal jetzt raus. Das hier ist unser Hochhaus. Was? Das ist ja unnormal, wie das aussieht. Leute, das ist einfach das größte Hochhaus in ganz Roblox. Unnormal. Wenn ihr auf jeden Fall mehr von Tycoons und sowas sehen wollt, verbrüht auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button und checkt eins von diesen beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken. Das hat heute wieder richtig Spaß gemacht. Abonniert diesen Kanal für dich hier Roblox-Folgen, die ich extra für dich mache.